So, ich glaube, wir starten jetzt. Es kommen zwar noch viele rein, aber wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung Greenwashing und viel Technik, vermeintlich nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft. Mein Name ist Martin Häusling. Ich bin Europaagrabgeordneter und agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Wir leben ja im Moment in sehr spannenden Zeiten. Eine neue Bundesregierung betritt die Bühne und in Brüssel passiert ganz viel in Sachen Umsetzung 55, Fit for 55, also die neuen Klimagesetze. Die Farm-to-Fork-Strategie wird diskutiert. Und alle diese Geschichten haben auch einen starken Bezug zu der Thematik, die uns in den nächsten Ja, beschäftigen mit, wie sieht eigentlich eine zukunftsfähige Landwirtschaft denn aus? Das wird die spannende Diskussion sein. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute ein wirklich sehr spannendes Podium haben. Als erstes bedanke ich mich, dass Frau Dr. Beste, die die Studie geschrieben hat, hier sie auch vorstellen wird. Frau Beste arbeitet ja seit Jahren wissenschaftlich und auch als Politikberaterin, aber sie wird sich auch selber vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Christian Holzleitner von der Europäischen Kommission, der leider heute ein bisschen der Schwierigkeiten hat mit zwei Terminen, weil er gleichzeitig Referatsleiter bei der DG Klima ist und da noch einige Gesetzesvorlagen auf den Weg gebracht werden und auch jetzt diese und nächste Woche noch vorgestellt werden. Ich darf ganz herzlich Herrn Pinken begrüßen. Steffen Pinken vom Deutschen Bauernverband. Freut mich, dass der Bauernverband auch dabei ist. Und Friedhelm von Mehring, Referent für Politik beim BÖLW. Und ganz herzlich darf ich begrüßen Silja Nissens, politische Referentin für Landwirtschaft beim EEB. Deshalb haben wir hier auch Übersetzungen ins Englische. Also Sie können Englisch oder Deutsch hören, je nachdem, wie Sie wollen. Das freut uns, dass wir auch wirklich auch die europäische Perspektive dabei haben. Ganz kurz zur Einführung. Die Diskussion wird Timo Kapphengst leiten und die Moderation machen. Timo Kapphengst ist Vorstand der Regionalwirt AG in Berlin-Brandenburg, ist Diplom-Landschaftsökologe und wird uns durch diese Veranstaltung führen. Ein paar Worte vorweg, ich will es nicht so lang halten. Es wird jetzt viel über die Lösungen geredet, wie Landwirtschaft klimafreundlicher wird. Und es wird uns zum einen jetzt wieder viel Technik angeboten. Bei dem Thema Eco-Schemes ist diese Diskussion ja schon voll entbrennt. Also wofür sollen die 23% Agrargelder ausgegeben werden in der ersten Säule für Klima und Umwelt? Da hört man von der Kommission immer jetzt Precision Farming als Lösung. Ist Precision Farming tatsächlich eine Antwort für eine nachhaltige Landwirtschaft? Kann es das überhaupt bringen? Lohnt sich da die massenhafte Investition? Also Techniklösungen, die auch in anderen Bereichen im Vordergrund stehen. Wir diskutieren sehr intensiv und ich habe ja schon gesagt, wir hatten vorhin eine Diskussion über Carbon Farming. Da wird die Kommission ja vorlegen, sind Geschäftsmodelle Carbon Farming mit CO2-Bepreisung und Entlohnung der Landwirtschaft wirklich ein Zukunftsmodell oder eher Richtung Greenwashing? Wir haben schon mehrmals eine sehr intensive Diskussion gehabt, sowohl im Agrarausschuss in Brüssel als auch im Umweltausschuss zum Thema neue Gentechnik. Die Kommission ist ja in den Startlöchern, um das Gentechnikgesetz zu überarbeiten und die Zulassung von neuer Gentechnik zu erleichtern. Ist das wirklich ein Modell, was wir in Zukunft ja als Europäer auch anwenden wollen? Trägt das irgendwo in der Form dazu bei, dass wir klimasmart Landwirtschaft betreiben? Da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Dann die Diskussion um die Effizienz der Systeme. Ist Bioenergie tatsächlich eine Lösung? Ist oder ist es nicht in vielen Bereichen auch ein Problem? Das werden wir diskutieren. Und dann das wird eine spannende Diskussion sein. Was sind eigentlich so? Es gibt ja die Diskussion, ist eigentlich die Hochleistungskuh mit 12.000 Liter Milch
klimasmarter als die Bio-Kuh mit 6.000, 7.000 Liter Milch? Das ist eine heftige Diskussion, die entbrannt ist. Und die Kuh, ich selber bin ja auch Landwirt mit einem Kuhstall, ist die Kuh, wie oft beschrieben, tatsächlich verantwortlich für die Klimakrise? Müssen wir weniger Kühe halten oder ist es nicht eher eine Frage, wie wir Kühe halten, mit was wir die Kühe füttern? Auch das ist eine spannende Diskussion, die wir auch angehen müssen. All diese Fragen hat Frau Dr. Beste in der Studie wirklich behandelt, also sehr umfassend. Und zuletzt die Diskussion um, ja, ich sage es mal so, Indoor-Farming, Kunstfleisch, sind das wirklich Alternativen? Ist das effizienter oder ist es auch eher Greenwashing? Darüber werden wir auch reden. Sie sehen, wir haben ein Riesenprogramm, Riesendiskussionen um jeden einzelnen Punkt. Wir können das heute nur anreißen mit dieser Studie. Wir wollten aber sozusagen auch den Fokus darauf legen, zu sagen, ist es immer nur eine technische Maßnahme oder müssen wir nicht fragen, brauchen wir andere Agrarsysteme, die das vielleicht alles nachhaltiger und besser lösen? Ich sage nur, in der Farm-to-Fork-Strategie steht 25% Ökolandbau. In Deutschland, die neue Regierung hat sich das Ziel gesetzt, 30% Ökolandbau bis 2030. Das sind sehr ambitionierte Ziele. Ist sozusagen die Frage der Agrarsysteme die Lösung? Oder die Frage, können diese Agrarsysteme das auch leisten, Sachen Klima und Umwelt, was wir erwarten? Auch das werden wir wirklich diskutieren müssen. Ja, ich will jetzt gar nicht lange mich weiter mit Vorreden aufhalten. Ich darf Sie ganz alle herzlich nochmal begrüßen, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt 90 Teilnehmer. Das ist gut. In einer Präsenzveranstaltung hätten wir das vielleicht auch gerade so erreicht. Deshalb ist es gut, dass ich so viel Zeit nehme, heute Vormittag das zu diskutieren. Ich darf jetzt abgeben an Timo Kapphengst, der weiter durch die Veranstaltung führen wird. Herzlichen Dank, Martin Häusling, und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin ja auch schon vorgestellt worden. Herzlichen Dank dafür. Timo Kapphengst, mein Name, richtig. Ich bin im Vorstand der Regionalwirt AG Berlin-Brandenburg, eine, die das nicht kennen, eine Gesellschaft, die mit Bürgerkapital in nachhaltige Betriebe, nachhaltige Landwirtschaft auf regionaler Ebene investiert. Ich habe früher auch mal lange beim Ecologic-Institut zur Agrarpolitik gearbeitet, unter anderem, und arbeite jetzt auch freiberuflich als Moderator und Prozessgestalter. Ja, ich freue mich sehr. Es ist ein sehr spannendes Thema, für mich auch geehrt, zu diesem Thema hier moderieren zu können, und freue mich auf einen sehr spannenden Ablauf. Aber vorher sage ich vielleicht noch ein, zwei technische Anweisungen, damit Sie hier auch selber gut durch die Veranstaltung kommen. Das Dolmetschen und die Zweisprachigkeit wurde schon angesprochen. Sie sehen in Ihrem Menü im Zoom ganz unten rechts diese kleine Weltkugel. Da können Sie sozusagen den Kanal auswählen, auf welcher Sprache Sie die Veranstaltung verfolgen möchten. Deutsch und Englisch wird angeboten, jeweils mit Übersetzung. And for everyone who doesn't understand me right now and speaks English, you can press the button right on the right hand side in your menu with the world with a small earth you can see there where you can choose a channel to English and where everything which is spoken here in German will be translated in English. So, ich mache jetzt auf Deutsch wieder weiter und möchte Ihnen ganz kurz sagen, wie wir jetzt vorgehen. Wir werden gleich von Dr. Andrea Beste die Studie vorgestellt bekommen. Ungefähr 20 bis 25 Minuten hat sie dafür Zeit, uns einzuführen in das Thema. Diese Studie bildet ja auch den Rahmen zu unserem Thema, und da sind wir dann gespannt, eben die Details und die Erkenntnisse aus der Studie zu hören. Im Anschluss gibt es dann eine Podiumsdiskussion. Martin Häusling hat die Podiumsteilnehmer schon vorgestellt. Ich werde das dann im Anschluss noch etwas ausführlicher machen. Wichtig ist noch auch als technische Anweisung, Sie können zu dem Input von Andrea Beste Fragen stellen oder auch Anmerkungen. Dazu können Sie auch im Menü
in der Tendenz unten rechts den F&A, also Frage- und Antworten-Button, klicken. Dann sollte ein Fenster aufgehen und dort kann also jeder und jede von Ihnen Ihre Fragen eintragen. Machen Sie das gerne auch schon während des Vortrages von Andrea Beste, weil wir nämlich dann im Anschluss erstmal Ihre Fragen und Rückanmerkungen klären wollen, bevor wir dann in die Podiumsdiskussion einsteigen. Genau, zu der Podiumsdiskussion sage ich dann nochmal genaueres. Ich bin dann gespannt auf Eingangsstatements und dann werden wir bestimmte Themen etwas detaillierter behandeln. Alles können wir wahrscheinlich nicht ansprechen, dafür reicht die Zeit für heute nicht. Und am Ende enden wir dann mit einem nochmal Fazit von Martin Häusling, sodass wir dann pünktlich um 13 Uhr aufhören können. Also, wir beginnen jetzt zunächst mit Frau Dr. Andrea Beste. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Sie wurde ja schon kurz vorgestellt, ist Agrarwissenschaftlerin, promoviert, Geografin und Bodenexpertin und ich glaube beratend auf wahnsinnig viele verschiedenen Ebenen aktiv, von EU-Ebene über ja, bundesdeutsche Ebene bis hin zu Verbänden, die sie mit ihrer Expertise berät. Unter anderem ist sie in der Expert Group for Technical Advice on Organic Farming Practices bei der Europäischen Kommission. Und sie hat diese Studie angefertigt hier für diese Veranstaltung und für Martin Häusling für das Büro. Und wir sind jetzt erstmal sehr gespannt, liebe Andrea Beste, was da so die wichtigsten Erkenntnisse sind. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Timo Kapphengst. Ich freue mich, dass Sie hier durchs Programm führen. Ich begrüße auch alle nochmal sehr herzlich zu dieser Veranstaltung und bedanke mich auch nochmal für den Auftrag, die Studie erstellen zu können. Ich muss jetzt hier nochmal kurz gucken. Der Host muss mich noch freigeben, damit ich meinen Bildschirm teilen kann. Ich bekomme jetzt gerade die Meldung, dass das noch deaktiviert ist. Das müsste in den nächsten Minuten passieren. Zwei Sätze zu mir. Ich mache seit 25 Jahren internationale Beratung zu nachhaltiger Landwirtschaft und Bodenschutz und etwa seit 12 Jahren, jetzt hat es geklappt, etwa seit 12 Jahren Beratung im Bereich Politikberatung für Lebensmittelpolitik und Agrarpolitik und das auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene und in Deutschland auch auf Landesebene. Gegründet habe ich mein Büro 2001. Das Büro sitzt in Mainz, also relativ zentral in Deutschland, sodass man überall, wenn die Bahn denn fährt, auch gut hinkommen kann. Ich steige jetzt in die Thematik direkt ein und muss direkt mal unseren Fokus ein kleines bisschen einengen. Martin Häusling hat sozusagen den Rundumschlag vorgestellt, der in der Studie auch behandelt wird. Und wir werden aus Zeitgründen oder ich werde aus Zeitgründen heute natürlich nur ein paar Flashlights werfen können auf die Punkte, mit denen sich die Studie beschäftigt. Hintergrund ist, dass seit vielen Jahren klar ist, dass die Landwirtschaft in Europa nachhaltiger werden muss und dass es eines grundlegenden Wandels bedarf. Das hat ja auch die EU-Kommission mit der Vorlage des Green Deals und darin enthalten ja der Farm-to-Fork-Strategie und der Biodiversitätsstrategie schon klar gemacht, worüber viele Menschen, die seit vielen, vielen Jahren hier einen Wandel einfordern, insbesondere ja auch die wissenschaftliche Szene in Europa, sich sehr gefreut haben, dass hier solch eine Vision vorgestellt wurde, hinter der wir ja auch alle dahinter stehen. In diesem Zusammenhang sind aber in den letzten Jahren eben viele innovative Techniken oder Produkte ganz besonders als die große Lösung vorgestellt worden und das nicht nur teilweise in Papieren und Texten der Kommission, sondern auch ganz dezidiert in den Medien und oft mit sehr viel Vorschusslorbeeren. Also Sie können sehr viele Texte
über diese Technologien lesen, wo sehr viel Erwartung geschürt wird, wo sehr viele Vorschusslorbeeren gegeben werden. Was sie aber in dem Zusammenhang oft sehr selten finden, sind wirklich konkrete Zahlen, die das untermauern. Und die Frage, die mir gestellt wurde, am Anfang in diese Studie eben einzusteigen, war eben einfach, Andrea, schau doch mal, können diese Techniken die geschürten Erwartungen eigentlich erfüllen? Um welche geht es da, wie Martin Häusling schon gesagt hat und wie Sie sicherlich später dann auch in der Studie gerne nachlesen können, habe ich mich in der ganzen Studie insgesamt beschäftigt mit den Themen Präzisionslandwirtschaft, Carbon Farming, Bioenergie, Gentechnik und Gene Drive, intensiver Milchleistung versus extensiver Milchleistung und mit dem Thema Indoor Farming. Heute konzentriere ich mich aus Zeitgründen einfach auf drei von diesen Technologien und Systemen, die in den Medien, wie gesagt, sehr stark positiv besetzt sind, was die Erwartungshaltungen angeht und ja auch gerade ganz aktuell im Zusammenhang mit den von den Mitgliedstaaten zu erstellenden sogenannten Ökoregelungen, also den Eco-Schemes im Zusammenhang mit der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, die Mitgliedstaaten in ihren Strategieplänen konstruieren sollen, was bedeutet, dass eben ein Teil der Direktzahlungen an Ökoregelungen gebunden wird. Und da spielen ja auch diese Technologien zum Teil eine sehr große Rolle. Es hat gerade auch wieder eine Studie gegeben auf europäischer Ebene, die sich die Vorschläge der Mitgliedstaaten zu diesen Eco-Schemes genau angeguckt haben. Und auch da sind große Fragezeichen, ob die Technologien, die dort dann ja auch finanziell gefördert werden, als Praxis in der Landwirtschaft, ob die eigentlich die ihre Erwartungen erfüllen können und das bringen, was wir eigentlich möchten, nämlich eine Ökologisierung des konventionellen Landbaus. Ich steige auch direkt ein in die erste Thematik, nämlich Präzisionslandwirtschaft oder auch Precision Farming oder auch Digitalisierung der Landwirtschaft. Erste Frage zunächst mal, ich selbst bin ja Bodenkundlerin und Bodenexpertin und da ist von Anfang an sofort natürlich die Frage da, wie präzise ist das? Wie präzise kann das eigentlich sein? Denn für Präzision braucht man ganz genaue Informationen, vor allem wenn man die dann auch noch digital umsetzen möchte, verarbeiten möchte und dann auch noch in Technik auf dem Acker umsetzen möchte, der dann letztendlich in den unterschiedlichen Einsatz von Pestiziden oder Düngemitteln mündet. Hier habe ich mich jetzt mal auf die Düngung konzentriert. Und da ist es nun mal so, was viele nicht wissen, wir können bisher Nährstoffbedarfe in Böden überhaupt gar nicht exakt messen. Also wir haben natürlich N-Min-Messungen, aber die werden auf dem Acker genommen. Die müssen dann erst ins Labor, die müssen ausgewertet werden. Und bei der Präzisionslandwirtschaft geht es ja darum, eigentlich sozusagen zeitgleich über den Acker zu fahren, Informationen aufzunehmen, auch durchaus Informationen, die schon in Karten vorliegen und dann zeitgleich sofort umzusetzen. Und es geht auch darum, sich am aktuellen Bestand, am aktuellen Pflanzenbestand zu orientieren und direkt daraufhin dann eben die Düngung verändert durchzuführen. Allerdings ist das, was wir an Hintergrundinformationen bekommen können, damit solche Präzisionstechniken funktionieren können, relativ marginal. Alleine beim Phosphorgehalt gibt es europaweit 16 verschiedene Labormethoden und alle sind sehr ungenau. Das heißt, keine dieser 16 Methoden kann den organisch gebundenen Phosphor im Boden überhaupt messen. Und dieser organische Phosphor kann aber zwischen 30 und 60% des Phosphors im Boden betragen. Das heißt, wir haben eine Ungenauigkeit von 30 bis 60% bei den Aussagen, die wir zum Beispiel über Phosphor machen können. Das heißt, es ist von Präzision sehr weit entfernt. Eine Überfahrtmethode für eine Phosphormessung gibt es nach wie vor nicht. Beim Stickstoff sind wir einen kleinen Schritt weiter. Da wird bei der Überfahrt sozusagen das Blattgrün gemessen. Das ist also eine fotografische Methode und anhand dessen wird indirekt auf einen Stickstoffgehalt im Blatt rückgeschlossen und anhand dessen wird indirekt wiederum auf die Stickstoffversorgung im Boden zurückgemessen. Wenn ich das in meinem Studium Präzision genannt hätte,
dann hätte mich, glaube ich, mein Doktorvater sehr gerügt. Das ist also ein Näherungswert und es ist natürlich durchaus eine technische Leistung, dass wir da Näherungswerte erzeugen können und dass wir auch am Blattgrün schon bestimmte Aussagen während der Fahrt eruieren können. Das ist technisch letztendlich eine Meisterleistung, bringt uns aber für die Frage, wie wird Boden angemessen gedüngt, wie versorgen wir die Pflanzen angemessen mit Nährstoffen, bringt uns das eigentlich nur ansatzweise und sehr ungenau weiter. Was überhaupt nicht gemessen werden kann und schon gar nicht während der Überfahrt, das sind Mikronährstoffe und gerade die sind häufig sehr, sehr wichtig für die Qualität der Nutzpflanzen, die letztendlich geerntet werden und auch für deren gesundheitliche Auswirkungen. Den Humusgehalt kann man auch nur sehr aufwendig messen. Auch da gibt es europaweit sehr viele unterschiedliche Methoden. Und wenn Sie eine Probe nehmen auf einem Acker und schicken die gleiche Probe von dem gleichen Standort in 5 verschiedene Labore ein, dann kriegen Sie tendenziell durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse, die durchaus im Bereich der Nichtsignifikanz liegen. Das heißt, die Ergebnisse, die Sie dann zurückbekommen, die haben eine solche Schwankungsbreite, dass Sie zum Teil gar nicht sicher sein können, habe ich jetzt eigentlich innerhalb dieser Kürze der Zeit einen Humuszuwachs gehabt wirklich oder hatte ich ihn nicht? Gerade weil Humusproduktion und Humusanwachs eigentlich auch nur in sehr kleinen Größenordnungen passiert und über längere Zeit hinweg. Da auch da liefern Bildmethoden bisher keine Aussagekraft. Es gibt optische Fotografiermethoden, also optische Methoden, die anhand der Bodenfarbe Rückschlüsse ziehen auf den Humusgehalt. Aber da Bodenfarben sehr variabel sind und dann auch noch von der Bodenfeuchte abhängig sind, ist sozusagen die Fehlergenauigkeit da kaum gegeben. Wir haben dort eine sehr, sehr große Bandbreite von Fehlrückschlüssungen und auch das, diese optische Methode ist nur sehr ungenau. Fazit, man kann wissenschaftlich also bei der Düngung mit diesen Techniken, die wir heute haben, von Nährungswerten reden. Das hat aber bisher noch nichts mit Präzision zu tun und insofern ist eigentlich dieser Begriff Precision Farming da nicht wirklich gerechtfertigt. Hilft Präzisionslandwirtschaft eigentlich dann, um unsere Landwirtschaft nachhaltiger zu machen? Auch bei dieser Frage, wo es ja sehr viel auch um Effizienz geht, durchaus auch um ökonomische Effizienz, denn wir brauchen ja einen sehr großen Kapitalaufwand, um diese Techniken durchzuführen. Da hat das Bundeslandwirtschaftsministerium 2018 eine Publikation online gestellt, in der eine Folgenabschätzung vom Thünen-Institut zitiert wird. Und in dieser Folgenabschätzung heißt es, der größte Nutzen der Digitalisierung liegt in der potenziellen Steigerung der Produktivität durch die Einsparung von Arbeitszeit und Betriebsmitteln, was ja nicht schlecht ist, das ist ja nicht verkehrt. Allerdings, die bisher ermittelten Einsparungen bei Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Kraftstoff liegen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Und niedrig einstellig heißt kleiner 5. Wenn man es genau nimmt. Das hat also diese Folgenabschätzung, die man selbst als Publikation leider nicht erhalten kann. Also die ist bisher nicht veröffentlicht online. Sie wird nur zitiert in dem BML 2013, in dieser Publikation, 2018, Entschuldigung. Und das hat eben diese Folgenabschätzung zum Ergebnis gehabt. Das klingt nicht wirklich nach einer Trendumkehr bei der Umweltbelastung, die wir heute haben. Da müsste man schon andere Methoden anwenden. Und offen bleibt in diesem Zusammenhang dann auch, wenn wir präzise düngen könnten, was würde denn dann letztendlich mit der Gülle passieren, die in einer Region flächenmäßig zu viel vorhanden ist, wenn mit Präzisionstechnik nur nach Bedarf gedüngt werden soll, wo dann hin mit der Gülle, die letztendlich eigentlich zu viel ist? Diese Frage ist damit auch noch nicht geklärt. Ein kleiner Hinweis bei der Nachfrage beim BML, ob man denn an diese Publikation des Thünen-Instituts herankommen könnte und ob das denn nun eigentlich wirklich eine derartig positive Darstellung der Präzisionstechnik erlaubt. Mit diesem kleinen, niedrigen, einstelligen Prozentbereich war die einzige Reaktion des damaligen Bundeslandwirtschaftsministeriums, dass sie 2021
genau diese Publikation neu auf die Homepage eingestellt hat und die neue Ausgabe enthält dieses Zitat nicht mehr. Die Folgenabschätzung ist also sozusagen restlos aus dieser Publikation verschwunden. Ich habe allerdings die Originalpublikation noch vorliegen. Wer die also haben möchte, kann mich gerne anfragen. Dann einfach mal zum Vergleich. Wie effizient können Maßnahmen sein, die wir heute schon kennen und die die Wissenschaft heute schon auch vorschlägt und empfiehlt? Und jetzt habe ich in diesem Zusammenhang einfach mal den Ökolandbau als Vergleich genommen, was eben die Behauptungen im Bereich Präzisionslandwirtschaft angeht, was man da an Pestiziden und Düngemitteln einsparen und präziser düngen könnte. Und im Ökolandbau ist es so, dass eben gar keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt werden. Insofern hätten wir da gleich, was die Artenvielfalt und die Belastung der Ökosysteme angeht, eine komplett andere Effizienz, und zwar ohne Investition in Großtechnologie. Und die Flächenbindung, die in den Ökoregelungen europaweit festgelegt ist, begrenzt die Düngung ganz automatisch. Das heißt, wir hätten das Aufkommen von organischer Düngung, hätten wir damit schon gleich deutlich eingegrenzt. Da braucht man gar keine Präzisionstechnik zu. Da macht man einfach eine Flächenbindung der Tierhaltung. In den ausgewerteten Untersuchungen des Thünen-Reports 65 von 2019 ist ja unter anderem auch neben anderen positiven Umweltwirkungen des Ökolandbaus festgestellt worden, dass eine ökologische Bewirtschaftung die Stickstoffausträge im Mittel um 28% reduzieren kann. Da sind wir weit über einem einstelligen niedrigen Prozentbereich. Einfach nur mal zum Vergleich. Mit welchen Methoden kann man welche Effizienz erreichen, wenn es darum geht, Umweltbelastungen zu reduzieren? Dann komme ich zum Stichwort Carbon Farming. Dazu muss ich erst mal vorausschicken, was völlig außer Frage steht und eben auch im Zusammenhang mit Carbon Farming diskutiert wird. Das ist nämlich der Moorschutz, das sind die sogenannten organischen Böden. Dort liegt das größte Flächenpotenzial beim Klimaschutz. Also auf wenig Fläche können wir da enorm viel Klimaschutz betreiben, wenn wir dafür sorgen, dass dort der Kohlenstoff direkt in den Böden bleibt und gar nicht erst daraus entfleucht. Da liegt ein ganz, ganz großes Potenzial von Klimaschutz. Und andererseits ist Humusaufbau natürlich nicht nur dringend notwendig für den Erhalt der Ökosystemleistungen von Böden, sondern vor allem auch für die Anpassung an den Klimawandel. Wobei mir das Wort Anpassung in diesem Zusammenhang beim Carbon Farming in vielen Medienberichten und in vielen Rhetoriken bisher deutlich zu kurz kommt. Was man dazu sagen muss, ist, dass eben die Klimaschutzfunktion in Mineralböden, bei der Speicherung von Kohlenstoff in ackerbaulich genutzten Böden eben nur vom Volumen her relativ klein ist. Sie unterliegt, abgesehen davon, einigen Schwierigkeiten. Sie ist nämlich nur sehr langsam möglich. Wenn es um nachhaltigen Humusaufbau geht, dann funktioniert das nur sehr langsam. Die Geschwindigkeit und Zunahme, also die Zunahme des Humusaufbaus, ist über die Zeit abnehmend, weil sich irgendwann ein Humusgleichgewicht einstellt an den verschiedenen Standorten. Und der Humusaufbau kann reversibel sein. Also er kann durch ein Witterungsereignis oder ein Klimaereignis ohne Zutun des Landwirtes auch direkt wieder zunichte gemacht werden. Und er erreicht, also die Effizienz und das Potenzial, was man mit Humusaufbau erreichen kann, an Klimaschutzpotenzial, das ist deutlich geringer. Die Größenordnungen sind deutlich geringer in der Klimarelevanz als zum Beispiel der Verzicht auf Mineraldünger oder der Abbau von Zierzahlen. Das belegen einige aktuelle Studien. Dann kommen noch Schwierigkeiten bei der Vergütung der Zertifikate dazu, die auch durchaus in der Carbon Farming Initiative, die EU-Kommission rausgegeben hat, alle sehr sorgfältig und gut analysiert sind. Die Fragen werden dort auch gestellt, vor allem auch rechtliche Fragen. Wenn es dann Humusabbau gibt, muss man dann rückzahlen. Also diese Schwierigkeiten sind
bekannt und sie werden auch gesehen. Sie wurden vor allem in einigen hervorragenden deutschen Studien herausgearbeitet, aber auch das Europäische Umweltbüro hat vor wenigen Wochen eine Studie herausgegeben, in der diese Schwierigkeiten nochmal detailliert dargelegt werden. Was vor allem Sorgen bereitet, ist, dass Betriebe, die schon lange humusaufbauend arbeiten, bei dieser Art der Vergütung, also bei CO2-Zertifikaten, die finanziell vergütet werden, dass deren Leistung nicht angemessen vergütet werden kann, weil die Menge des Humusaufbaus eben mit der Zeit abnimmt. Das heißt, die, die vorher schon viel getan haben, können das jetzt nicht mehr vergütet bekommen. Und wer lange wartet und letztendlich sogar seine Böden eventuell schlecht versorgt hat oder vernachlässigt hat, der bekommt am Ende mehr Geld. Dagegen würden Betriebe eben, die den Humusaufbau längere Zeit praktiziert haben, zu den Verlierern gehören und diejenigen, die ihn vernachlässigt haben, würden zu den Gewinnern gehören, was nicht nur ökonomisch nicht besonders sinnvoll erscheint, sondern auch eine Frage der Fairness aufwirft. Wieder einfach ein Vergleich, wie man mit ganz einfachen Mitteln eigentlich schon sehr klimawirksam arbeiten kann. 2010 haben Köpke-Nemetschek mal, soviel ich weiß, war das in Frankreich, eine Untersuchung gestartet und haben zwei Fruchtfolgen miteinander verglichen, über längere Zeit hinweg, mehrere Jahre. Und da kam raus, dass alleine, wenn man die Stickstofffixierung über Leguminosen gestaltet in einer Fruchtfolge, dann kann im Vergleich zu einer Fruchtfolge, wo die Stickstoffversorgung über Mineraldüngung erfolgt, eben ein Treibhausgaseinsparung von 36, also von 100 zu 36 erfolgen. Das heißt, diese Fruchtfolge ist über die Hälfte, erzeugt über die Hälfte weniger Treibhausgase als die Fruchtfolge, die mit mineralischer Stickstoffversorgung geführt wird. Und das ist eben auch einfach eine Größenordnung, mit der man arbeiten kann und die man auch effizient nennen kann. Dann komme ich zum Indoor Farming, wo ich auch nur kurz einen Spot drauf werfen will. Da ist vor allem in den Medien in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, sehr viel Positives drüber geschrieben worden, was das nicht alles kann. Es sollen weniger Pestizide eingesetzt werden. Wir haben ein kontrolliertes Umfeld. Wir haben Keimfreiheit. Die Qualität der Pflanzen soll besser sein. Wir haben natürlich fehlende Schädlinge, weil das ein komplett geschlossenes System ist. Und angeblich gibt es einen niedrigeren Wasserverbrauch. Das Einzige, was in den öffentlichen Medien nachlesbar ist, was in dem Zusammenhang immer wieder in Frage gestellt wird und was auch thematisiert wird als Kritik, ist der hohe Energieverbrauch. Aber ich persönlich und einige andere Fachleute sehen da durchaus auch noch andere Probleme. Wir haben eine hohe Stromabhängigkeit. Was passiert mit der Lebensmittelproduktion, wenn wir einen Stromausfall haben? Lebensmittelproduktion draußen auf dem Acker kann man auch ohne Strom bewerkstelligen. Aber wenn man Lebensmittelproduktion in einer bestimmten Region oder in einer Großstadt vor allem künstlich betreibt, dann ist eine Stromabhängigkeit letztendlich auch ein Sicherheitsrisiko. Wir haben bei dieser Art der Lebensmittelproduktion eine Bodenversiegelung und wir haben dadurch eine Unterbindung der Wasserzirkulation und der Grundwasserneubildung. Und deswegen kann man nicht von niedrigerem Wasserverbrauch reden, sondern man müsste eigentlich von einer Unterbindung der Grundwasserneubildung reden. Und das lässt dann die Wasserbilanz schon wieder komplett anders aussehen. Offene Fragen, zu denen man bisher noch nicht sagen kann, in welche Tendenz sie eigentlich gehen, die aber meines Erachtens gestellt werden müssen, sind die Fragen zu den Inhaltsstoffen. Nicht umsonst ist im Ökolandbau ja eine komplette Ernährung der Pflanzen ohne Boden überhaupt nicht erlaubt. Also eine Biozertifizierung ist auf diese Weise für solche Indoor-Farming-Systeme deswegen auch nicht möglich. Und das hat ja auch wesentliche Gründe, warum das so ist, denn eine Pflanze ohne Boden ist, und das zeigen viele Grundlagenforschungen im Bereich Pflanze-Boden-Ökosystem inzwischen, kann eigentlich keine gesunde Entwicklung vollziehen.
Was bedeutet ein Wachstum ohne Mikrobiom? Pflanzen haben sich in der Evolution zusammen mit Bakterien und Bodenorganismen gebildet und leben in einer engen Symbiose mit diesen zusammen. Was macht das mit der Pflanze? Wie gesund kann die sein? Und was machen solche Pflanzen letztendlich auch mit dem Mikrobiom des Menschen? Wird das nicht noch weiter verarmen? Wobei wir ja ohnehin schon eine Verarmung des menschlichen Mikrobioms haben, aufgrund der sehr künstlichen Ernährung, die wir zum Teil zu uns nehmen. Was anderes, was man aus der Grundlagenforschung weiß, ist, dass sekundäre pflanzliche Inhaltsstoffe, die ganz besonderen Gesundheitsnutzen haben, dass diese sich ohne Umweltstress in Pflanzen häufig überhaupt nicht bilden. Auch das wäre dann eben eine Frage nach den Inhaltsstoffen und der Qualität der Pflanzen. Und eine keimfreie Umgebung, das wissen wir aus Krankenhäusern, ist sehr anfällig für einen einseitigen hartnäckigen Bakterienbefall. Also auch hier haben wir letztendlich durch die Keimfreiheit ein erhöhtes Risiko. Denn eine ausgeglichene, gesunde Keimbalance gibt es eigentlich nur da, wo ausreichend natürliche Bakterien und Keime vorhanden sind und nicht da, wo eine Atmosphäre und eine Wachstumsumwelt letztendlich versucht wird, völlig keimfrei zu halten. Das war jetzt also ein Parfumritt durch die kritischen Fragen zu diesen Techniken. Nochmal im Vergleich direkt zum Indoor-Farming die Möglichkeit, wie man es auch anders machen kann und trotzdem stadtnah produzieren kann. Das ist zum Beispiel mit der Form des Permakultursystems möglich. Man kann das auch als Urban-Farming-Variante machen, innerhalb der Stadt oder stadtnah mit kurzen Transportwegen. Da passiert das Ganze allerdings in richtigem Boden und unter frischer Luft und versiegelt auch keine Böden. Damit wird sogar das Stadtklima verbessert, Biodiversität und Nützlinge werden gefördert, Humus kann aufgebaut werden und der gesamte Landschaftswasserhaushalt kann stabilisiert werden. Das dient dem Klimaausgleich und der Trinkwasserproduktion und dem Hochwasserschutz und alles ohne externen Energieverbrauch und Stromabhängigkeit. Und man weiß auch heute aus langjährigen Forschungen, dass solche Permakultursysteme deutlich mehr Kohlehydrat- und Proteinertrag pro Fläche erzeugen können als konventionelle Anbausysteme. Also auch die Ertragsfrage wäre in dem Zusammenhang kein Hindernis, sich solchen nachhaltigen Modellen zuzuwenden. Ich schließe, indem ich noch mal kurz zusammenführe, dass wir für die Überprüfung der Nachhaltigkeitswirksamkeit von Technologien auch besondere Risikoforschung brauchen. Man muss in den letzten Jahren sagen, dass zunehmend Nichtregierungsorganisationen und Zivilorganisationen zunehmend in den letzten Jahren bei fraglichen Technologien die Risikoforschung praktiziert haben oder nachgeholt haben oder selber dafür gesorgt haben, dass überhaupt die kritischen Fragen gestellt wurden. Das ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen, obwohl die inzwischen sehr professionelles Personal haben und hier gut aufgestellt sind. Dafür brauchen wir normalerweise eine gut ausgestattete Wissenschaft, die das auch bewerkstelligt. Ganz generell finde ich, kann man sagen, dass technische Optimierungen von Einzelkomponenten uns einfach hier oft nicht weiterhelfen, gerade in offenen Ökosystemen nicht weiterhelfen und dass es ein absolutes Muss ist, das ganze Agrarsystem letztendlich klimastabil und umweltverträglich zu gestalten und dafür brauchen wir systemische Herangehensweisen. Langfristig erfolgreich und nachhaltig ist letztendlich nur eine Bewirtschaftung, die den höchsten Ertrag pro Einheit gesundem, stabilem Ökosystem produziert. Und das soll einfach jetzt mein Abschlusssatz sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Super, herzlichen Dank und toll in der Zeit geblieben, Frau Beste. Vielen, vielen Dank für den sehr guten Überblick und durchaus ja auch einen detaillierteren Blick auf die verschiedenen Bereiche, die wir noch weiter diskutieren werden. Jetzt sind einige Fragen schon gekommen. Ich bin hier wild am Sortieren, damit wir das jetzt vielleicht gut an Sie zurückspielen können. Es gibt so 3-4 Themenkomplexe, mit denen ich jetzt gleich gerne einsteigen möchte. Sie haben in Ihrem Vortrag
sehr, also zur Präzisionslandwirtschaft vor allem die Düngereinsparungen, also die und die entsprechenden Wirkungen auf den Boden sozusagen thematisiert. Jetzt haben mehrere geschrieben, wie ist es denn im Vergleich zu dem Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln? Ist dort die Präzisionslandwirtschaft eventuell effizienter? Kann sie dort vielleicht noch bessere Effekte erzielen? Die Grenzen, was sozusagen die Düngerausbringung angeht, haben Sie ja angedeutet. Ist das vergleichbar oder was haben wir dort vielleicht für Vor- oder Nachteile durch die Präzisionslandwirtschaft? Damit würde ich jetzt erstmal anfangen wollen. Ja, danke für die Frage. Hintergrund, Entschuldigung, es wurde auch hier diskutiert, dass ja im Ökolandbau auch Kupfer ausgebracht wird. Das ist jetzt hier so ein bisschen eine kleine Debatte schon geworden. Das würde ich gerne später in die Podiumsdiskussion mitnehmen. Aber trotzdem, Präzisionslandwirtschaft und Pflanzenschutzausbringung, wie sieht es da aus? Ja, ich kann ja auch einfach erstmal einen Satz dazu sagen. Ich meine, Kupfer ist letztendlich ein Mikronährstoff und ein Mikronährstoff, der in Ökosystemen auch natürlich vorkommt, ist natürlich nochmal was ganz anderes als chemisch-synthetische Pestizide, die von deren Bearbeitung und Verarbeitung die Natur letztendlich erstmal nicht kennt. Also die Organismen, die in der Natur vorkommen, kennen sich mit diesen Stoffen letztendlich nicht aus. Und das ist letztendlich die Gefahr, die vor allem da drin besteht, dann auch in den Abbauprodukten. Aber das kann man in der Podiumsdiskussion ja noch vertiefen. Was die Effizienz bei Pestiziden angeht, also die Aussage der Folgenabschätzung vom Thünen-Institut, die gilt genauso für Pestizide wie auch für Düngemittel. Also die Aussage des Thünen-Instituts bezog sich auf beides im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Wobei ich sagen muss, ein niedriger einstelliger Prozentbereich wäre mir bei Pestiziden schon, den würde ich bei Pestiziden eindeutig schon positiv bewerten. Und wir haben auch ja auch schon in der neueren Pestizidtechnik in den letzten Jahren dort Fortschritte gemacht, die dort Einsparungen ergeben. Da bleibt eigentlich eher die Frage, wie viel Geld muss ich investieren? Wie viel Kapital muss ich investieren, um da die Schraube um ein paar Prozente weiter zu betreiben? Ist das ökonomisch letztendlich unterm Strich eigentlich sinnvoll? Und können andere Methoden, wie zum Beispiel Fruchtfolgegestaltung und eine andere Form der Landwirtschaft, die letztendlich wirklich mal grundsätzliche Anwendung des integrierten Landbaus, der ja zwar gesetzliche Grundlage ist, aber häufig noch nicht angewandt wird, können solche Methoden, die mehr systemisch arbeiten, da nicht prozentual deutlich mehr bringen, als dass ich letztendlich an der digitalen Schraube drehe. Und das ist meines Erachtens eine offene Frage. Offensichtlich ist da die Technik noch nicht so weit, dass der riesige ökonomische Aufwand, den man dort praktizieren muss, um die Technik erstmal einzukaufen, dass der gerechtfertigt ist, um diese geringen Prozentzahlen dann überhaupt zu erzeugen. Ja, wir kommen da gern gleich nochmal drauf zurück, was sozusagen die Auswahl der Technik, das Zahlen und so weiter und ja, auch die Beurteilung letzten Endes der Technik angeht, das ist auch gefragt worden. Aber vorher würde ich gerne nochmal auf die Düngereinsparung zu sprechen bekommen. Ich würde es gerne hier tatsächlich mal vorlesen, der Kommentar von Wilhelm Klümper. Er schreibt, ist die absolute Düngereinsparung bei der Präzisionslandschaft eigentlich wirklich entscheidend? Aus seiner Sicht sind vielleicht nicht die Einträge Entscheidungen, sondern die Austräge. Also wenn es gleichzeitig einen Ertragszuwachs gibt und die Düngung auf einen Schlag sehr heterogen erfolgt, sinken die Stickstoffausträge deutlich stärker als die Einträge. Oder? Das ist jetzt sehr, sehr genau. Also, ja, also aus der Grundlagenforschung wissen wir ja heute, dass wir mit pflanzenbaulichen Techniken, also Fruchtfolgen und der Wahl der Stickstoffversorgung, deutlich weniger Stickstoffausträge erzeugen können, also die Effizienz deutlich steigern können. Und das sind Volumina und das sind Werte, die wir mit Technik so weit überhaupt nicht, wo wir mit Technik an solche Dinge überhaupt nicht herankommen. Das heißt, es
ist in erster Linie die Frage, wie gestalten wir die Fruchtfolge? Und dann ist die Frage, wie gestalten wir die Düngung und was benutzen wir für die Düngung? Ist das zum Beispiel hochstickstoffhaltiger Mineraldünger oder ist das hochstickstoffhaltige Gülle? Oder arbeiten wir da unter Umständen auch mit anderen organischen Materialien wie Mist und Kompost? Oder arbeiten wir in der Fruchtfolge mit einer Gründüngung, die die Stickstoffversorgung erzeugt, wo ich ja auch viele Vorteile von genannt habe. Das heißt, hier sind Größenordnungen erreichbar, wenn wir an die Frage systemisch herangehen, die mit Technik bei weitem so überhaupt noch nicht erreichen. Auch, und ich habe es ja auch gezeigt, wie viel Prozent weniger Stickstoffauswaschung der Ökolandbau hat. Und das liegt ja letztendlich daran, dass er seine Stickstoffversorgung über die Fruchtfolge mit der Hilfe von Leguminosen praktiziert. Und da steht die Zahl 28% und nicht im kleinen, niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Ich denke, das sind einfach Größenordnungen, die man zur Kenntnis nehmen muss. Ja, Sie hatten in Ihren Ausführungen auch angedeutet, dass aus Ihrer Sicht, so habe ich es zumindest verstanden, eben über die Wirkung und über die Auswahl von Technik nicht ganz objektiv diskutiert wird, sondern vielleicht die Folgenabschätzung eben auch nicht ausreichend, sagen wir mal, auch sogar veröffentlicht wird. Das habe ich zumindest so verstanden. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Jetzt kommt eben auch hier eine Frage, wer entscheidet eigentlich, welche Technik gut oder schlecht ist? Das ist ja dann bei Technik auch immer eine Frage der Lobby, also diejenigen, die die Technik verkaufen wollen, stellen sie wahrscheinlich sehr positiv dar und die Effekte, die entsprechenden. Dann gibt es aber auch vielleicht eine Lobby der Ablehner, die, ich würde es jetzt mal ein bisschen weiter interpretieren, sich diese Technik vielleicht auch gar nicht leisten können. Also sprich, wer kann sie denn überhaupt anwenden und gibt es objektive Parameter für diese Technikbewertung? Gibt es die überhaupt? Kann es die überhaupt geben? Also ich meine, zum einen bestand ja mein ganzer Vortrag aus objektiven Parametern zur Bewertung dieser Techniken, weil ich dort ja ausschließlich wissenschaftliche Studien zitiert habe. Und das ist ja nicht irgendein Geschmäckle aus meinem Bauch heraus, weshalb ich jetzt sage, das bringt jetzt nichts oder das andere bringt mehr. Ich berufe mich da ja auf wissenschaftliche Studien und auf Grundlagenforschung. Dass es zu der Digitalisierung der Landwirtschaft und zu der Präzisionslandwirtschaft bisher nicht besonders viele Folgenabschätzungen und nicht viel Forschung gibt, das liegt definitiv daran, und das kritisiere ich ja auch in meiner Studie letztendlich auch, dass es eben sehr wenig neutrale, kritische Forschung bisher zu vielen Themen gibt. Und meines Erachtens geht es auch eigentlich gar nicht darum, wer seine Interessen durchsetzt oder welche Lobby vielleicht irgendwelche Techniken produziert und herstellt. Das mag bei der Drittmittelzahlung im Wissenschaftsbereich eine Rolle spielen, dass da natürlich Geld dafür bezahlt wird, dass Wissenschaftler Dinge toll finden, sage ich jetzt mal verkürzt. Aber letztendlich geht es mir gar nicht darum, wir leben in einem freien Land. In einem freien Land kann man Technologien entwickeln und auf den Markt werfen und man kann sie anbieten. Aber wir haben Wissenschaftler, die durchaus auch mit Politikberatung beauftragt sind, auch ganz offiziell. Und das ist ja das Thünen-Institut zum Teil. Und da erwarte ich einfach, dass dort kritische Fragen gestellt werden, die Politikern dann letztendlich die Entscheidung ermöglichen, ob man Fördermittel in diese Techniken steckt. Es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Technik am Markt einfach anbietet und dann einfach dem Landwirt seine Entscheidung überlässt. Der informiert sich dann und dann entscheidet er, ob er das gut findet oder nicht. Oder ob eine Sache aus Gründen der Nachhaltigkeitsförderung und aus Gründen der zwingenden Trendumkehr, zum Beispiel bei der Grund- und Trinkwassersauberhaltung, dann bestimmte Techniken gefördert werden mit politischen Fördergeldern und mit Steuergeldern. Und dann, wenn man dann in Techniken investiert, die nicht wirklich effizient sind und nicht wirklich was bringen, dann ist das Verschleudern von Gemeinwohlgeldern. Das ist Steuergeldverschwendung. Und da habe ich was dagegen. Das finde ich nicht sinnvoll. Gut, ich habe noch eine sehr konkrete fachliche Frage. Anita Schweier fragt, gibt es Daten zum Humusaufbau bei Agroforstsystemen, also mal weg von der Präzisionslandwirtschaft in Richtung Carbon Farming? Gibt es da etwas, worauf man sich stützen kann? Gibt es etwas? Gibt es zahlreiche Grundlagenforschungen und Forschungsergebnisse? Bräuchte ich jetzt aber noch mal anderthalb Stunden, um über Agroforst einfach noch mal einen schönen Vortrag zu halten. Man kann mich jederzeit gerne einladen. Wunderbar. Und dann hatten Sie am Ende gesagt, man müsste eigentlich das Ganze danach bemessen, wie
wie gesund und stabil sozusagen Ökosysteme durch bestimmte Maßnahmen beeinträchtigt werden. Und Jutta Jaksch gefragt, wie kann der höchste Ertrag je Einheit gesundes, stabiles Ökosystem denn eigentlich gemessen werden? Also wie kann man das operationalisieren? So verstehe ich die Frage. Ja, also ich meine, da sind wir bisher noch nicht, sind wir noch keine Perfektionisten. Wir befinden uns ja auf dem Weg dahin. Was wir allerdings wissen, was international durch Grundlagenforschung und durch internationale Institutionen wie unter anderem die FAO und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen inzwischen in den letzten 20 Jahren und auch den Weltagrarbericht ganz klar herausgekommen ist, ist, welche landwirtschaftlichen Praktiken nicht nachhaltig sind. Das wissen wir heute sehr genau. Und da könnte man jetzt einfach sagen, ja, nun gut, dann lässt man die einfach. Das wäre jetzt eigentlich die simpelste Konsequenz. Die andere Sache ist die, dass man natürlich immer, wenn man in Ökosysteme eingreift, irgendwelche Wirkungen erzeugt. Und dass man natürlich trotzdem weiterhin Messmethoden und Einschätzmethoden braucht, um Nachhaltigkeit festzustellen. Und da gibt es inzwischen einige sehr interessante Modelle, befinden sich weltweit unter dem Dachbegriff des True Cost Accounting, also sozusagen der wahren Berechnungsgrundlage. Und da hat ganz besonders, und das habe ich auch in der Studie erwähnt und darauf hingewiesen, da hat ganz besonders die Regionalwert AG, das wird Sie jetzt freuen, Herr Kapphengst, ja eben eine wunderbare Berechnungsgrundlage ermittelt. Die nennt sich das Richtig-Rechnen-Modell. Und dort wird einmal komplett in einer betriebswirtschaftlichen Bilanz geschaut, was bei verschiedenen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden eigentlich letztendlich auf den Betrieb dabei herauskommt an positiven Dingen und was für das Gemeinwohl, also für die Ökosystemdienstleistungen dabei herauskommt. Und das wird miteinander gleichwertig aufgerechnet. Da werden die negativen Wirkungen mit eingerechnet und die positiven Wirkungen. Und das ist meines Erachtens zum ersten Mal ein Modell, was da wirklich ehrlich rechnet. Es ist ein Beispiel, wie gesagt, es gibt auch ein paar andere Modelle, die sehr gut sind. Und es gibt international eine ganze Bewegung, die sich damit beschäftigt. Aber da gibt es sehr gute Ansätze. Und ich kann dieses Regionalwert-AG-Modell nur als Basisidee, die in Deutschland entwickelt wurde, definitiv empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Ich würde jetzt tatsächlich auch langsam zum Ende kommen, auch wenn jetzt hier noch Fragen eintrudeln, die auch wirklich alle interessant sind. Zwei würde ich jetzt noch mit reinnehmen zum Abschluss und dann kommen wir dann zu der Podiumsdiskussion. Ich habe hier noch zwei Fragen und zwar die eine betrifft die Datenerhebung, die ja bei entsprechender Digitalisierung der Landwirtschaft total notwendig ist. Das braucht es dann für Smart Farming, also viele Daten. Und die Frage ist, wie bewerten Sie die mögliche Abhängigkeit der Landwirte von den Unternehmen, die diese Daten sammeln und verkaufen? Also auch da entsteht dann ja eine Macht über Daten. Wie bewerten Sie das? Ist das ein Problem oder so? Und da gibt es noch eine zweite Frage zur Digitalisierung. Können Sie etwas zur Digitalisierung in Tierställen sagen? Also ein anderer Bereich, sind die Daten über Tiergesundheit genauer oder sind die erfassbar? Spielt das auch in dem Bereich, in dem Ganzen eine Rolle? Ich fange mal mit den Daten zur Tierhaltung an, weil ich da einerseits hat sich dort die Digitalisierung natürlich dann mit vollautomatisierten Melkständen schon deutlich häufiger durchgesetzt und ist eigentlich ja auch schon Standard in Mitteleuropa. Und ich bin selber keine Tierexpertin. Ich weiß aber, dass sehr viele Betriebe damit gut klarkommen und das auch positiv sehen. Ich kenne aber auch wie soll ich sagen, Tierexperten, die sagen, naja, die Beobachtung des einzelnen Tieres kann einem eigentlich keiner abnehmen und das Tierwohl kann man so vielleicht nicht per se gestalten. Da braucht man noch ein paar andere Dinge dazu. Das nur einfach vorneweg, aber da sollten wir vielleicht an jemand anderen fragen, da bin ich definitiv keine Expertin. Ich halte diese Dinge für interessant, wenn sie wirklich hilfreich sind. Wenn das dazu führt, dass man das Tier aus dem Auge verliert, dann ist es, glaube ich, kontraproduktiv. Die andere Geschichte, die ich auch sehr, sehr differenziert in der Studie nochmal dargelegt habe, ist die Frage nach der Hoheit über die Daten.
Das ist für mich keine ökologische Frage oder keine Nachhaltigkeitsfrage in dem Sinne. Da geht es dann wirklich um Rechte, um Datenschutz und um Rechte. In den USA können zum Beispiel viele Farmer ihre Traktoren überhaupt nicht mehr reparieren oder von ihrem eigenen Land, ihrem eigenen Landtechniker reparieren lassen, weil die Erzeugerfirmen die Softwaredaten nicht rausgeben, ja, obwohl die Landwirte diese Traktoren selber gekauft haben. Da gibt es eine große Bewegung von Landwirten, die sich dafür einsetzt, dass sie wieder Herr über die Dinge werden, die sie eigentlich selber bezahlt haben. Die andere Frage ist die des Datenschutzes. Das lässt sich meines Erachtens durchaus politisch regeln. Da lassen sich Regeln für aufstellen. Das kann man auch machen. Da kommt es dann darauf an, wer besitzt den Server, wer hat Zugriff auf die Cloud, wo werden die Daten gesammelt, welchem Datenschutz unterliegen sie. Das kann man politisch regeln. Das ist bisher nicht ausreichend geregelt. Das ist eine sehr große Grauzone und deswegen sehr gefährlich. Das wäre für mich aber kein Grund, jetzt zu sagen, man darf diese Technik nicht anwenden. Wir nutzen schließlich alle auch unsere Smartphones und ein Smartphone ist eine Sicherheitslücke an sich, mehr oder weniger, je nachdem, wie viele Social-Media-Geschichten man nutzt. Was ich auf jeden Fall befürworte, ist, dass umfangreich Daten in der Landwirtschaft gesammelt werden, damit Bauern selber untereinander sich austauschen können und leicht auf digitalen Plattformen ihre Erfahrungen austauschen können zu verschiedenen Techniken an verschiedenen Standorten weltweit. Diese Art der Wissensdemokratisierung, die befürworte ich absolut. Und da, finde ich, hat Digitalisierung auch absolut ihren Sinn. Was die Geschichte der Datensammlung über einzelne Schläge und einzelne Fläche angeht, wo der Landwirt dann auf seinem Smartphone die Spritzempfehlungen bekommt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da stellt sich für mich die Frage, wie entfernt von seinem eigenen Agrarökosystem ist der Landwirt dann eigentlich, wenn er die Empfehlungen für sein Management dann eigentlich nur noch über sein Smartphone bekommt. Ich glaube nicht, dass das wirklich hilfreich ist. Das kann im Einzelfall hilfreich sein, ich glaube aber nicht für das ganze System. Herzlichen Dank, Frau Bestech. Wir machen jetzt hier mal, atmen noch einmal tief durch. Ich habe noch einige Fragen auch hier zur Gentechnik, wie die in diesem Bereich eingesetzt werden soll oder welche Rolle sie in Zukunft da in der digitalisierten Landwirtschaft oder auch in den anderen Bereichen spielen werden. Das würde ich auch gerne in die Podiumsdiskussion mitnehmen. Ich glaube, dass es da auch nochmals eine Positionierung zu gibt. Und da würde ich tatsächlich jetzt gerne zu übergehen. Erstmal herzlichen Dank für Ihren Input. Ich würde Sie auch, wenn es vor allem Fragen gibt, die auftauchen, später vielleicht nochmal dazu holen. Erstmal ist es vorgesehen, dass wir jetzt dann zu viert weitermachen und beziehungsweise zu fünft, mich eingeschlossen, und dann werden wir schauen, was auch am Ende vielleicht noch für ein Fazit gelegt wird. Herzlichen Dank. Wenn man jetzt einen Saal hätte, dann hätten Sie jetzt einen rauschenden Applaus verdient. Danke, ich stelle es mir vor. Oh, wunderbar. Okay, dann freue ich mich jetzt auf die vier PodiumsteilnehmerInnen, die jetzt gerne auch ihr Video anschalten können, damit wir sie sehen können. Das sind, wie schon angekündigt, Celia Nissens, mit der ich auch gleich beginnen werde. Steffen Pingen sehe ich jetzt hier schon. Dann ist hier Friedhelm von Mehring vom BLW und Christian Holzleitner war ja angekündigt, ist vielleicht nur temporär dabei. Den müssen wir so ein bisschen improvisiert eventuell dazuschalten, wenn er denn da ist. Im Moment ist er da, ja. Sehe ich gerade. Das freut mich. Aber ich würde trotzdem gerade mit Celia Nissens beginnen. In der ersten Runde möchten wir erstmal frei, ich werde jetzt keine konkrete Frage stellen, sondern ein freies Feedback einholen, ungefähr 5 Minuten als tatsächlich direkte Reaktion auf die vorgestellte Studie. Und wir werden dann sehen, welche Aspekte wir dann gerne noch im weiteren Verlauf vertiefen wollen. Und deswegen beginne ich jetzt gerne mit Celia Nissens vom European Environmental Bureau, eine NGO mit einem Sitz in Brüssel, arbeitet zu verschiedenen Umweltthemen. Und Celia Nissens ist Expertin für Agrarpolitik und CAP-Reform, arbeitet auch an Governance zu Ernährungssystemen und ist Politikwissenschaftlerin. Hat in Edinburgh studiert und dann auch 3 Jahre in Schottland noch wissenschaftlich gearbeitet und seit 2,5 Jahren
ist sie beim European Environmental Bureau. Ich bin gespannt und freue mich jetzt aufs Statement. Das wird auf Englisch sein. Frau Nissens ist Belgierin ursprünglich und das kann man jetzt auch entweder direkt mithören oder eben auch gedolmetscht. Sie haben das Wort. Wir freuen uns. Great, thank you very much. Sorry for the delay, that's due to the translation. Very glad to be here. Thank you for having me. We've heard some really interesting interesting presentation by Dr. Andrea Besta. I think generally speaking, at the European Environmental Bureau, we agree with a lot of what we've heard so far. And I'd like to maybe elaborate a bit on how we see this sort of challenge or dilemma between technologies and system change. So of course, I think everyone should agree that there is no silver bullet when it comes to trying to solve environmental problems, whether it's in agriculture or somewhere else. We do think that technological solutions can be a part of the broader package of solutions that we need. But of course, they can never be the only solutions, and they also should never be used as an excuse or a tactic to delay more fundamental change. So it's quite clear if we are doing a holistic diagnostic of the environmental problems, that we also need a holistic set of solutions. And that's especially important because we have been seeing those environmental problems grow and widen. We are having more and more knowledge about them for a while now. And it's very clear that today we can no longer afford to have ineffective solutions or even worse, solutions that would create or worsen other problems. If you only tackle one dimension, let's say fertilizer use, you could do so at the expense of other environmental issues, but also potentially, you know, worsening social tensions. Andrea has mentioned several risks which come with those technological solutions in this regard. And so we need to be really, really wary and cautious of those trade-offs. And from our perspective, it's really clear that as soon as you look at the multitude of environmental and social challenges that the agriculture sector is facing, we have to then look for holistic solutions. And those come at two levels, let's say. On one hand, at the farm level, we need holistic solutions there. Organic farming is one such solution that looks at the farm as a system. At the EEB, we promote in particular agroecology, but it's roughly the same thing. We very much agree with what we've heard so far. For example, when it comes to precision farming, it is not tackling the environmental pressures holistically. Even if we were to reduce pesticides and fertilizers significantly by applying precision farming, it is not helping with soil health, for example, and with biodiversity. For healthy soils, you need agroecological practices. You need a crop rotation, you need to have a diversity of crops. For biodiversity, we need change at landscape level. We need smaller, diverse parcels, landscape features, etc. And technological solutions are not going to bring those changes. Maybe we can combine technological solutions with those broader changes. I'm not saying that that's not feasible, but so far we're missing that part of the discussion. And then on the other hand, when we're talking about holistic solutions, it's also quite clear that it doesn't stop at the farm gate. And we really need to look holistically at also how we produce, but also how we consume. In the food sector, that's very clear, but also beyond that, that's also very clear, for example, when we're looking at the energy use that we require as a society. And so really, we need to be talking about deeper societal changes if we want to solve the problems. And focusing on technofixes is not going to do that. I'd like to pick especially on the theme of carbon farming for a minute or two, because that is, as Andrea mentioned, something that we have looked into when we published a report on this a month or so ago. And what we said in that report is that we believe carbon farming could be a huge opportunity to start a journey. It may not turn out to be this, you know, start of a journey,
because there is clearly a tension between those who see carbon farming as pretty much a bit of a techno fix of, you know, maybe we can just do this, like apply biochar or do no tillage, and then we'll, you know, we'll sequester carbon and we get carbon certificates for it. That's not going to deliver the change we need. But it's really interesting to see that a lot of conventional farmers are interested in the concept of carbon farming. So I think we have a hook here to start a conversation. And that's something that we're seeing, for example, in the European funded project that we're involved in called AgriCapture CO2, where we are having really interesting conversations with farmers who are not necessarily organic or applying full agroecology, but they're interested in bettering their soil, in sometimes just to, you know, to improve their profit margins, because fertilizers and pesticides are expensive. And if you restore your soil, you can lower those costs. So we think it's really important that the European Commission and the broader stakeholders in this field take this opportunity of the carbon farming initiative and the discussions around it to start the broader discussion about soil health. And that the Commission's carbon farming initiative is not just about carbon, but uses carbon as a means to the broader end of restoring soil health across Europe. I think I'll leave it there. That was probably my 5 minutes, but I look forward to the discussion. Thank you very much. Vielen Dank. Das war, glaube ich, nochmal ein ganz guter Blick auf, sagen wir mal, so ein bisschen das Große und Ganze, was dahinter steht, dass es eben nicht nur um Technik gehen kann. Da kommen wir sicherlich drauf zurück. Ich würde jetzt sehr gerne schauen, dass wir Herrn Holzleitner, ich sehe ihn jetzt einbauen, wenn seine Zeit begrenzt ist. Herr Holzleitner, ich freue mich, dass Sie jetzt die Zeit gefunden haben. Mal sehen, wie lange Sie dann noch dabei sind. Deswegen ganz schnell, Herr Holzleitner ist von der Europäischen Kommission bei DG Klima, ist Ökonom. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Österreicher ursprünglich, schon länger in der Kommission, dort Referatsleiter bei DG Klima zu Landnutzung und Innovationsfinanzierung. Herr Holzleitner, Sie haben jetzt das Wort. Wir freuen uns. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Und kurz unseren Standpunkt zu Carbon Farming und der gesamten Frage von Klimaschutz in Land- und Forstwirtschaft, also auch dann in der Bioökonomie darzustellen. Und ich glaube, ich kann sehr viel zustimmen, was Celia, Sie und Frau Dr. Beste vorher auch gesagt haben. Was ist unser großes Ziel in der Klimapolitik? Das ist, Europa den ersten klimaneutralen Kontinent in 2050 zu machen. So, das heißt, unterm Strich sollten wir keine Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen, mehr CO2 der Atmosphäre zufügen. Dazu müssen wir natürlich an erster Stelle unsere Emissionen drastisch senken und sozusagen aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Aber zusätzlich müssen wir auch die Kapazität unserer Böden, unserer Wälder steigern, mehr CO2 aufzunehmen. Weil wir müssen eben schlussendlich auch dieses CO2 aus der Atmosphäre herauskriegen. Das, was zu viel an CO2 in der Atmosphäre ist. Und wenn Sie an 2050 denken, dann wird Klimapolitik sehr stark über die Bioökonomie gehen. Weil wer wird einer der größten Emittenten sein? Wahrscheinlich noch immer die Viehhaltung, Einsatz von Düngemitteln. Das muss durch erhöhte Einspeicherung von CO2 in Böden, in Wäldern ausgeglichen werden. Und zusätzlich werden wir auch wahrscheinlich auch noch mehr Biomasse brauchen. Weil wir brauchen ja Kohlenstoff in der Industrie für die Produktion, zum Beispiel als Baumaterial, auch als Ersatz für sehr kohlenstoffhaltige Produkte. Und daran müssen wir arbeiten. Also wir müssen daran arbeiten, unsere Biomasse, unsere Lebensmittel nachhaltiger zu produzieren, aber auch beides nachhaltiger zu nutzen. Und es gibt jetzt über die letzten Jahre da sehr interessante Ansätze, Projekte, sind auch teilweise schon angesprochen worden. Wir finanzieren sie unter unserem Live-Programm, wie zum Beispiel die Wiedervernässung
von ausgetrockneten Mooren, was zum Beispiel Moor Futures in Mecklenburg-Vorpommern machen, viele interessante Ideen zu Agroforstwirtschaft und so weiter. Also wie kann ich Landwirtschaft klimafreundlicher machen? Und es gibt auch ein großes Interesse. Wie kann man das finanzieren? Wie kann man hier finanzielle Anreize setzen von den Mitgliedstaaten? Auch im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Immer mehr der großen Nahrungsmittelproduzenten interessieren sich dafür, haben ihre eigenen Ziele von Klimaneutralität. Und es gibt auch viele unabhängige Initiativen, die hier sehr interessante Herangehensweisen haben. Und zum Beispiel auch im Bericht von Dr. Beste war zum Beispiel auch dieses, wie könnte man zum Beispiel extensive Landwirtschaft mit Solarpanelen, mit der Gewinnung von erneuerbarer Energie verbinden. Aber was wir auch sehen, durch diese Vielzahl von Projekten, von Ansätzen, gibt es eine große Unsicherheit. Sozusagen einerseits auf der Seite von den Leuten, die da gerne investieren wollen, weil sie nicht sicher sind, okay, was kriege ich da jetzt dafür? Ist das vielleicht nur Greenwashing? Ist es jetzt wirklich, wenn ich eine zusätzliche Tonne von CO2-Einspeicherung finanziere, ist das wirklich etwas Zusätzliches? Gleichzeitig gibt es auch auf der Seite der Land- und Forstwirte Unsicherheit darüber, okay, wenn ich darin einsteige, ich habe zuerst mal Investitionskosten, ich muss meine Produktion umstellen, wie viel kriege ich dann schlussendlich und wann kriege ich das? Ist ja immer auch mit Risiken verbunden. Also denken wir, es ist ein guter Zeitpunkt für uns, da einzusteigen, und das wollen wir mit unserer Carbon Farming Initiative machen. Und ich glaube, das Erste ist eben so dann, wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen wissen, was kann man am besten mit einer Bodenparzelle machen. Wir brauchen also Daten, Informationen, das ist ja vorher auch schon angesprochen worden. Und ich glaube, sowohl aus Klimaschutzsicht als auch aus Biodiversitätssicht, was kann man am besten machen? Wie ist die Fertilität des Bodens? Wie ist die Biodiversität? Wie ist das Potenzial, hier CO2 einzuspeichern? Und das muss zuerst mal geklärt werden. Und wie verlässlich kann man das sagen? Und nur wenn man das verlässlich machen kann, kann man darauf finanzielle Anreize aufbauen. Und das ist, wo wir hingehen wollen. Also sozusagen, inwieweit kann man jetzt zertifizieren, dass sozusagen hier mehr CO2 eingespeicherter wird. Und da gibt es gewisse Praktiken oder auch gewisse Typen von Land, wo man das jetzt schon gut sagen kann, wie zum Beispiel für die Wiedervernässung von Mooren, wie ich schon vorher gesagt habe, was die da bei Moor Futures zum Beispiel gemacht haben, das scheint schon nach einem verlässlichen Protokoll zu sein, auf dem man dann auch finanzielle Anreize aufbauen kann. Agroforstwirtschaft, auch im Allgemeinen der gesamte Forstwirtschaftsbereich und so weiter. Und dann wird es vielleicht andere Praktiken oder andere Böden geben, wenn man über mineralische Böden und so weiter redet, wo ein derartiges Carbon Farming, Carbon Pricing nicht möglich sein wird oder wo die Monitoringkosten zu hoch sind im Vergleich dazu, welcher Ertrag besteht. Und was wir uns eben auch ansehen wollen, sind verschiedene Finanzierungsmodelle. Also wie kann man zum Beispiel die Common Agricultural Policy mit zusätzlichen Einnahmen von privater Seite kombinieren? Also einerseits glaube ich, dass die Common Agricultural Policy durch die neuen Eco-Schemes also geeignet sind, bestimmte Praktiken zu fördern. Und dann kann man sehen, okay, wenn man zum Beispiel einen langfristigen Vertrag mit einer Genossenschaft hat, mit einem der großen Nahrungsmittelproduzenten, okay, wie kann ich hier zusätzliche Anreize für klimafreundliche Praktiken setzen? Und dann am besten natürlich, wenn man es genau dokumentieren kann, was ist das eingespeicherte CO2? Und darüber wollen wir in den nächsten Jahren hier eine gute Diskussion führen, damit wir dann auch klar sagen können, okay, welche Modelle von Landwirtschaft, was wollen wir gefördert bekommen, damit wir wirklich zu einem europäischen Modell von Carbon Farming kommen, das eben auch darauf achtet, auf Biodiversität, wie kann man den richtigen Mix finden zwischen Lebensmittelproduktion, CO2-Einspeicherung, Landscape Features, Biodiversität und so weiter. Man kann ja dann auch den einzelnen Land- und Forstwirt jetzt nicht mit fünf verschiedenen Anreizmechanismen
verwirren, sondern das muss dann schon ziemlich klar ausgelegt werden. Genauso auf der Seite, die das finanzieren, sei das öffentliche Finanzierung, sei das private Finanzierung. Also ich würde mich da jetzt über die nächsten Jahre, nächsten ein, zwei Jahre, wirklich auf eine gute Diskussion freuen, damit wir sehen, was können wir mit Carbon Farming machen und wie können wir es nachhaltiger machen. Vielen herzlichen Dank, Herr Holzleitner. Auch um da nochmal ein bisschen genauer auf dieses Carbon Farming Thema zu schauen, haben wir jetzt, glaube ich, nochmal sehr gut von Ihnen gehört, was da so die grundlegenden Perspektiven und auch Fragen sind. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Auch um vielleicht so vermeintliche Trade-offs, die da so im Raum stehen, das werden wir vielleicht dann nochmal diskutieren. Ich hoffe, Sie sind da noch bei uns. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Steffen Pingen vom Deutschen Bauernverband. Steffen Pingen ist Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Naturschutz und Landschaftsökologie, hat nach seinem Studium 2 Jahre geforscht und ist dann war ich sehr beeindruckt, seit 1999 Umweltreferent beim Deutschen Bauernverband. Das ist schon eine ganz schöne Zeit, Herr Pingen. Seit 2016 sind Sie auch Leiter des Fachbereichs für ländliche Räume. Und wir freuen uns jetzt auf Ihr Statement, auch ungefähr bitte 5 Minuten. Ja, vielen Dank, Herr Kapphengst. Vielen Dank, Herr Häusling, für die Einladung und Frau Dr. Beste für die Vorstellung des Berichts. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ja, ich bin seit dem letzten Jahrtausend schon für Umweltfragen zuständig beim Deutschen Bauernverband mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Projekten. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute auch die Sicht des Deutschen Bauernverbandes hier in die Diskussion einzubringen zu einer spannenden Diskussion, weil letztlich wir stellen uns alle gemeinsam und auch getrennt die Frage, wie die großen Herausforderungen Klimawandel, Biodiversität, Ernährung, wie sieht die Ernährung der Zukunft aus, wie wir Antworten finden und welches die besten Lösungen sind. Und ich glaube, das ist heute auch schon deutlich geworden, dass es nicht die eine Lösung gibt. Das hat auch Frau Nissens bereits dargestellt. Auch wir sehen das so, dass es nicht die eine Lösung, ob es jetzt eine technische oder eine andere Lösung ist, es wird nicht eine Lösung geben für alle Herausforderungen, sondern das ist wesentlich komplexer. Und weil das so ist, auch welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen und wo darauf fokussiert werden soll, wie aber auch ein Gesamtbild entstehen kann, gab es in Deutschland, der eine oder andere wird es verfolgt haben, eine ziemlich intensive Diskussion über die letzten 2 Jahre in der sogenannten Zukunftskommission Landwirtschaft beim Kanzleramt angesiedelt und mit einem Ergebnisbericht in diesem Jahr, wo mehr als 30 Organisationen und Persönlichkeiten aus dem gesamten gesellschaftlichen Raum um die Landwirtschaft herum, um Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt, Soziales sich überlegt haben, wie denn die Zukunft aussieht und welche Lösungen geeignet sind, um diese Herausforderungen dann auch meistern zu können. Und es sind eine ganze Reihe von Empfehlungen für eine Transformation zu einer nachhaltigeren Ernährung und Landwirtschaft herausgekommen. Da empfehle ich, einen Blick reinzuwerfen, weil es halt wirklich auch ein komplexes Bild darstellt. Nicht nur, wie wir einzelne Umweltfragen angehen können, sondern wie auch das Thema Tierwohl vorangebracht werden kann und letztlich auch die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft. Wir haben auch die Herausforderung, dass wir die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe sichern wollen und eine möglichst regionale Produktion sichern wollen, aber das auch finanzierbar für Verbraucher, aber auch zur Existenz, zur Sicherung der Existenz von landwirtschaftlichen Betrieben. Also das setzt aus unserer Sicht den großen Rahmen jetzt zumindest in Deutschland für die Zukunft der Landwirtschaft und es greift viele der heute angesprochenen Themen auch an. Auch das Thema Digitalisierung, Precision Farming spielt da eine Rolle. Es ist ein Baustein von vielen, um diese Herausforderungen anzugehen. Bei den Herausforderungen, wenn ich jetzt mal das Thema Klimaschutz rausgreife, sehen wir natürlich die Herausforderung nicht nur, dass die Landwirtschaft Emissionen senken muss. Das sei noch mal mit dazu gesagt, wir müssen uns auch anpassen an den Klimawandel. Also insofern auch eine große Herausforderung, die Landwirtschaft
anzupassen an den Klimawandel, klimaresilient zu machen. Und aber dann kommt natürlich auch der zentrale Bereich der Emissionen. Und da ist die erste Herausforderung, die Emissionen der Landwirtschaft zu senken. Mit welchem Instrument und welchem Mittel ist erstmal das nicht die erste Frage, sondern die erste ist das Ziel anzuerkennen. Die Emissionen in der Landwirtschaft müssen genauso gesenkt werden wie auch in anderen Bereichen. Deswegen haben wir uns als Deutscher Bauernverband schon vor einigen Jahren auch in einer eigenen Klimastrategie Ziele gesetzt, die Emissionen zu senken, beispielsweise jetzt bei den Treibhausgasen bis 2030 um 30% zu senken. Wir haben bereits, anders als manch anderer Sektor, der Verkehrssektor beispielsweise, die Emissionen in der Landwirtschaft jetzt seit 1990 schon um 24% gesenkt und haben auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie die Emissionen gesenkt werden können, in unserer Klimastrategie nachzulesen. Da geht es um Effizienzsteigerung bei der Fütterung, bei der Düngung. Es geht um Vergärung von Wirtschaftsdüngern, um Emissionen zu reduzieren und gezielter düngen zu können. Es geht auch um Lebensleistung bei Tieren in der Tierhaltung, auch dort die Züchtung. Also ein breites Spektrum an Maßnahmen, wie man Emissionen reduzieren kann. Und eine Baustelle, und das ist dann auch, da kommen dann auch technische Fragen ins Spiel, ist die Effizienzsteigerung der Düngung. Und es ist jetzt in der Vorstellung des Berichts von Frau Dr. Beste halt das Beispiel genannt worden, wie Precision Farming genutzt werden kann, um Mineraldünger zu reduzieren. Ich würde das jetzt nicht nur als Thema für den Mineraldünger sehen. Wir können es genauso ja auch für den Wirtschaftsdünger sehen. Also es gibt technische Lösungen, wie man die Emissionen vom Wirtschaftsdünger reduzieren kann. Man nutzt heute nicht mehr den Prallteller, sondern man benutzt den Schleppschlauch oder die Schlitztechnik. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit NIR-Sensoren im Güllefass punktgenau zu messen, wie der Nährstoffgehalt der Gülle gerade ist und dann in Verbindung mit Precision Farming dann auch eine bedarfsgerechte Düngung sicherzustellen. Und das ist für mich das Ziel, die bedarfsgerechte Düngung zu verbessern, um damit die Effizienz zu verbessern, um damit eine bestimmte Menge an Ertrag mit möglichst wenig Einsatz von Ressourcen, von Dünger, von Mineraldünger oder Wirtschaftsdünger zu erreichen. Das ist das Ziel. Und die Technik ist dann ein Instrument, eine Methode, um es zu erreichen. Aber es ist nicht kein Selbstzweck, sondern das Ziel ist Effizienzsteigerung im Sinne des Umweltschutzes, also möglichst wenig Ressourcen einzusetzen, am besten mit einer Reduzierung von Überschüssen durch einen effizienten Einsatz. Ein anderes Beispiel ist auch im Pflanzenschutz Precision Farming einzusetzen. Wenn ich weniger Pflanzenschutzmittel einsetze, ist das erstmal ein gutes Ergebnis. Das heißt dann nicht, dass ich für die Förderung der Biodiversität schon alles getan habe. Dafür muss ich auch Strategien entwickeln, was wir als Bauernverband tun, aber auch viele andere, mit welchen Maßnahmen mehr Biodiversität gefördert werden kann und in die Fläche gebracht werden kann. Letzter Punkt vielleicht für das Eingangsstatement zum Thema Carbon Farming. Herr Holzleitner hat es gerade schon angesprochen. Wir werden bei der Dekarbonisierung der Gesellschaft, der Wirtschaft, werden wir zu einem Punkt kommen, wo Emissionen nicht mehr weiter reduziert werden können. Und dann wird es ohne Senkenleistung im Bereich Forstwirtschaft und Landwirtschaft nicht gehen. Bioökonomie geht nur mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Das heißt nicht, was gerne suggeriert wird, dass man damit ablenken möchte von einer notwendigen Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Wir werden aber zu dem Punkt kommen, dass auch in der Landwirtschaft eine vollkommen klimaneutrale Ernährung nicht möglich ist. Und dann werden wir über Senkenleistungen letztlich auch eine Klimaneutralität erreichen müssen. Und wir sind uns vollkommen einig, dass man beim Thema Humus erstmal den Humusgehalt sichern muss. Man muss ihn steigern im Sinne von Klimaresilienz der Landwirtschaft für Fruchtbarkeit von Böden etc. Da sind wir uns einig, auch gemeinsam mit dem BLW werden wir da auch in den kommenden Jahren gemeinsam dran arbeiten.
wie wir den Humusgehalt erhalten und weiter steigern können. Das im Sinne der Stabilität des Standortes etc. Es ist aber auch eine Möglichkeit, um, ich sag mal, für die Landwirtschaft eine Leistung, eine Klimaleistung zu erbringen, die auch honoriert werden sollte. Wir haben in Deutschland den Energie- und Klimafonds. Daraus werden zukünftig humusfördernde Maßnahmen gefördert. Und das halten wir für einen sinnvollen Weg, um einen Klimabeitrag der Landwirtschaft durch Senkenleistung zu erreichen. Wir wissen aber auch um alle Schwierigkeiten, die auch genannt wurden, mit Dauerhaftigkeit etc., also dass da jetzt nicht eine schnelle Lösung gegeben ist für Klimazertifikate, das ist auch klar. Dafür braucht es ein verlässliches System und deswegen sind wir froh, dass die EU-Kommission das Thema aufgreift und voranbringt. Wir brauchen ein verlässliches und ein europaweites System, das verlässlich Leistungen gemonitort werden können, festgelegt werden können, um letztlich auch eine Honorierung der Landwirte für diese Leistung zu ermöglichen. Soweit vielleicht für einen ersten Einstieg. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Pingen. Ich wage mal so ein Mini-Zwischenfazit schon mal, auch wenn Herr von Mehring noch dran ist. Aber was ich gerade so feststelle, ist, dass sich doch alle Beteiligte, glaube ich, jetzt hier erstmal einig sind, dass es nicht nur mit Technik oder nur mit Systemwandel irgendwie passieren soll, sondern also es ist eigentlich gar kein Gegensatz, sondern dass der richtige Mix entscheidend ist und es keine schnelle Lösung gibt. Also nur mal so ganz kurz, wir werden bei der zweiten Runde tatsächlich noch mal ein bisschen genauer hinschauen müssen, was für Technik ist denn jetzt gute Technik und was ist vielleicht für auch abträglich oder birgt Gefahren. Da werde ich Sie noch mal so ein bisschen drauf stoßen wollen in der zweiten Runde. Aber jetzt machen wir erstmal mit Friedhelm von Mehring weiter vom BÖLW mit diesem wunderschönen Hintergrundbild, schon angesprochen. Er ist Biologe, sieht man, auch am Hintergrundbild. Hat eine sehr umfassende Bio-Vergangenheit. Man könnte vielleicht wirklich sagen, dass er sich sehr, sehr, ja, eine richtige Bio-Hintergrund hat, der sozusagen jetzt im BÖLW auch gegipfelt hat, ist dort Referent für Politik, Schwerpunkt Wirtschaftspolitik. Und ich finde auch auf seiner Website einen sehr schönen, vielleicht auch ein bisschen zuspitzenden Beitrag. Er ist Wissensspeicher und Denker zum Thema gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft. Also das ist doch schon mal ein klares Statement, welche Technik jetzt zumindest aus dem BÖLW vielleicht nicht unbedingt eine Rolle spielen sollte. Um es so ein bisschen kontroverser zu gestalten, bin ich jetzt sehr gespannt auf Friedhelm von Mehring. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier teilnehmen zu dürfen. Ich vertrete heute unseren geschäftsführenden Vorstand Peter Röhrig, der parallel in einer anderen wichtigen Sitzung sein muss. Ich muss mal darauf achten, dass die Tür wieder zu ist, weil ich ihn sonst reden höre. Ganz kurz, 5 Minuten sind knapp. Ich habe ehrlich gesagt einen Punkt bisher in der Diskussion vermisst. Und zwar der, wenn ich die bisherigen Beiträge so reflektiere, dann klingt das so, ja, wir müssen grundlegend umbauen und wir müssen sehen, dass wir in dem Punkt vorwärts kommen und bei der Düngung und beim Pflanzenschutz und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt keinen entsprechenden Hintergrund hätte, dann hätte ich gesagt, super, das ist schön, dass Sie da diskutieren. Wir scheinen ja auch viel Zeit zu haben. Nein, haben wir nicht. Also es gibt erstens ein ganz wichtiger Begriff, planetare Grenzen. Es ist mir immer sehr wichtig. Wir müssen die planetaren Grenzen in den Blick nehmen. Und diese planetaren Grenzen sind nicht relativ, die sind absolut. Ich zitiere da gerne immer Greta Thunberg, you can't negotiate with nature, you can't make deals with physics, wie sie es immer so schön sagt. Und das ist so. Das heißt, wir müssen diese absoluten Grenzen in den Blick nehmen. Und die haben wir schon gerissen. Und zwar nicht beim Thema Klima, da sind wir gerade munter dabei, sie zu reißen, sondern wir haben sie gerissen bei Biodiversität, wir haben sie gerissen bei Stoffströmen. Und wir sind uns auch beim Thema Klima, sind sich ja alle Beteiligten einig, jetzt kommen die entscheidenden 9 Jahre, sage ich jetzt mal. Also auch wenn Klimaneutralität 2050 angedacht wird, wir müssen jetzt zügig nach vorne kommen. Und das bedeutet in Bezug auf Technologien, deswegen bin ich auch sehr dankbar über die Studie von Andrea Beste, es ist spannend, über neue Technologien zu reden und es ist spannend, über mögliche Potenziale zu philosophieren. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr für Technospielereien mit ungewissem Ausgang, sondern wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir in die Pötte kommen.
und dass wir Lösungen in die Fläche bringen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal Adenauer zitieren würde, aber jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Experimente, sondern jetzt ist wirklich die Zeit, dafür Lösungen anzuwenden, von denen wir wissen, dass die funktionieren. Und ich bin natürlich als BLW-Vertreter sehr glücklich, dass der Ökolandbau in der Studie eine prominente Rolle spielt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Stichwort Düngung. Es ist viel über Pflanzen gesprochen worden. Im Ökolandbau gilt ja das Prinzip, nicht die Pflanze ernähren, sondern den Boden. Und auch beim Thema Humus, also eigentlich ist der Boden sozusagen, sollte der Boden der Hauptfokus sein, nicht die einzelne Pflanze und erst recht nicht das Genom der einzelnen Pflanze, so viel vielleicht erstmal zur Gentechnik, können wir gerne in der Diskussion noch drauf kommen, sondern das System und der Kern des Systems ist eigentlich der Boden. Deswegen ist das ganz wichtig. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, dass ich immer wieder bei Technologieansätzen feststelle, dass über den Boden gar nicht geredet wird. Ich habe heute früh eine Meldung gelesen über das Potenzial von Biostimulantien vom Industrieverband Agrar. Und da wird davon gesprochen, wie Biostimulantien der Pflanze helfen können. Das Stichwort Boden fällt überhaupt nicht in dem Kontext. Das hat mich schon etwas verwundert. Ganz wichtiger Punkt, wurde schon ein bisschen angedeutet, wie kommen wir weiter im Bereich Forschung? Wir haben in Deutschland, insbesondere Deutschland, eine unsägliche Tradition, Forschung und Wissenschaft immer sofort mit Technologie zu verknüpfen. Sozusagen nur technologische Forschung ist Forschung und was nicht mit Technik zu tun hat, das kann keine richtige Wissenschaft sein. Davon müssen wir dringend weg. Ich nehme da gerne das Beispiel Dänemark. Die sprechen immer erst von Solutions und dann von Technologies. Das finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz. Würde ich uns auch sehr empfehlen. Wir messen immer noch Innovation in Patenten, was ich sehr kritisch finde. Zum Thema Pflanzenschutz nur vielleicht ein Hinweis, weil Frau Beste auch gesagt hat, wenn wir da ein paar Prozent runterkommen, dann ist das ja schon ganz gut. Ich war sehr erschrocken durch Ergebnisse vom Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig, die nachgewiesen haben, dass insbesondere für Wasserorganismen es einen logarithmischen Dosis-Wirkungsbezug bei Pflanzenschutzmitteln gibt. Das heißt also, ich muss sozusagen um eine Zehnerpotenz reduzieren, um eine positive Wirkung auf die Bestandsentwicklung zu haben. Und ich fürchte, wir haben ähnliche Wirkungsbeziehungen auch in der terrestrischen Biodiversität, die sind nur noch nicht so gut belegt. Also sozusagen so ein paar Prozent weniger reicht nicht. Wir müssen da richtig drastisch runter. Und auch da hilft uns Precision Farming relativ wenig. Die tollsten Systeme, die mir bisher vorgestellt worden sind, die reden so um maximal 30%. Das hilft uns in der Biodiversität nicht. So, ganz wichtiger Punkt wurde von Frau Nissen schon angesprochen. Wir reden nicht nur über Produktion, wir müssen auch über Konsum reden. Herr Ping hat die Zukunftskommission erwähnt, da ist das ja auch ein wichtiger Faktor. Also wir müssen das wirklich Ernährungssystem als Ganzes denken. Und wir müssen uns nicht nur fragen, wie können wir produzieren, sondern auch, was sollten wir produzieren und was sollten wir vielleicht nicht mehr produzieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. So, und letzter Satz von mir. Eine der spannenden Wurzeln wird wenig beachtet konkret bei der Geschichte unseres Mitgliedsverbandes Bioland. Hans Müller, Schweizer Politiker, der hat weniger aus Umweltgesichtspunkten sich mit Ökolandbau beschäftigt, sondern der hat in den 30er, 40er Jahren schon erkannt, wir müssen aufpassen, dass die Bauern nicht sozusagen Fabrikarbeiter werden, dass sie nicht Zahnrad werden im industriellen Agrarsystem. Das hat er vor 70 Jahren schon gesehen und genau das ist inzwischen passiert. Und deswegen ist das Stichwort Reduktion von Abhängigkeiten wichtig und deswegen ist der Umstieg von einem inputbasierten zu einem wissensbasierten System so wichtig. Und dann sind wir wieder bei der Forschung. Inputs kann ich gut verkaufen, Wissen kann ich in der Regel nicht ganz so leicht verkaufen und deswegen ist diese Drittmittelabhängigkeit so gefährlich. Und allerletzter Punkt, Ökolandbau wird immer wieder erwähnt. Ich würde sagen, wir haben natürlich auch im Ökolandbau noch ganz große Herausforderungen. Das Thema Kupfer wurde im Chat schon angesprochen, aber das ist für mich eher das kleinere Problem. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Nur wir reden jetzt über einen Ökolandbau, der bisher unter 2% der Agrarforschungsmittel sozusagen zugesprochen bekommen hat in den letzten Jahrzehnten, weltweit sogar nur 1%. Und es ist schön, dass die Kommission 25% Bio haben will, aber 25% Bio erreichen wir auch nur mit entsprechenden Forschungsressourcen und Forschungsansätzen. Da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Ich hoffe, da geht's weiter. Und ich habe heute bewusst diese Teetasse hier oder diese Kaffeetasse hier genommen, die ist vom legendären House of Food in Kopenhagen. Kopenhagen hat seine öffentliche Verpflegung auf 90% Bio kostenneutral umstellen können. Das zeigt aus meiner Sicht ganz gut, wohin die Reise gehen kann. So viel von mir erstmal. Super, vielen Dank. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit und ich würde die PodiumsteilnehmerInnen bitten, gerne auch Handzeichen zu geben, wenn sie direkt auf die andere Person eingehen möchten. Das ist unten im Menü neben der F&A-Taste als Handheben. Dann sehe ich,
wenn Sie direkt antworten wollen. Aber ich habe natürlich jetzt auch noch einige Fragen für die zweite Runde, die das vielleicht ein bisschen anheizt. Ich würde gerne mit Frau Nüssen erstmal weitermachen. Ich glaube, Herr Holzleitner ist gar nicht da im Moment. Aber erstmal Frau Nüssens. Sie haben gesagt, eigentlich müssten wir auf den Farm-Level zurückschauen. Und da wäre Agroecology sozusagen auch ein Ansatz, den jetzt vom EIB vielleicht auch befürwortet wird. Ich frage mich so ein bisschen, Sie hatten dann auch gesagt, dass Techniken da durchaus eine Rolle spielen würden. Und ich würde gerne diese Frage noch mal ein bisschen zuspitzen. Also welche Rolle kann denn auch in Agroecology eventuell und für diese direkten Farm-Level-basierten Lösungen wirklich noch Rolle spielen und welche vielleicht tatsächlich auch nicht? Herr von Mehringer ist die Frage jetzt nicht direkt angegangen mit der Gentechnik, aber ich nehme es jetzt mal an, dass er das wirklich ablehnt. Kann das bei dem Farm-Level-Approach Agroecology eine Rolle spielen? Und wie groß ist die Rolle der Technik dann tatsächlich? Vielleicht ein bisschen präziser. Das würde mich für den Eingang erstmal interessieren nochmal. That's a tricky question, but I'll try to share some thoughts on that. First, just to say, because you mentioned it, on the question of gene editing, we don't have a clear position on that in the EIB. It's not an issue that we are working on. So I'm not going to say much on that. But I mean, as a general principle, to us, it's very clear that there's always a danger if we're looking at such technologies as a silver bullet, which seems to be the case very often with, for example, talking about disease resistant or heat resistant or drought resistant crops, etc. It's not enough to just create a drought resistant corn species. You still need to look at how, you know, the health of your soil, the resilience of the general system at the farm level. But to answer your question about what technologies we believe would be useful, let's say if we narrow it down specifically to technologies, because of course there's a broader question about innovation that was touched on by Friedhelm that I think is very important. There is a lot of innovation happening also in other areas that are not about technology, like innovations in our knowledge of biology and soil microbiome, etc. But when it comes to technology, we definitely see a role for example, remote sensing and sort of data collecting methods in order to better understand what is going on at farm level and monitor agricultural practices and their impact on the environment. So for example, for policy monitoring and evaluation, there is definitely a need there for better data that can link specific farm practices with environmental results. And having, for example, data from tractors or geotagged pictures or image from satellites could be useful. We could probably live without it, but since we have those technologies, we believe it is worth making use of them. At the farm level, there's interesting developments, for example, in mechanical weeding, I could say, like, and also having some soil sensors to monitor soil humidity levels, things like that. Again, it's not essential. It's very clear that many farmers are managing to have profitable and sustainable farming practices and farm systems without these technologies, but maybe they do add value. Again, there's always the risk that we just put a lot of money in these technologies, a lot of faith in these technologies without tackling the broader issues, and that can never be the case. But as long as we are tackling the problems more holistically, as long as we are also promoting those agroecological practices like crop rotation, you know, having biodiversity habitat on farms, etc. We could imagine that then having a role for technological solutions on top of that. Okay, danke schön. Ich verstehe das so, dass eben aus Ihrer Sicht tatsächlich die Technik eher so ein Add-on ist, also dass es tatsächlich eher darum geht, auf Farm-Level zu schauen, was ist notwendig und dass Technik gerade bei Daten und vielleicht in der Sensortechnik sehr gute zusätzliche Informationen liefern kann. Aber nicht unbedingt eben die einzelne Lösung sein kann. Das ist klar, das ist auch schon vorher deutlich geworden. Herr Pingen,
Ich würde mal gerne die Bauern- und Bäuerinnen-Sicht aus Deutschland hier nochmal so ein bisschen mit einbringen. Ich frage mich so ein bisschen, wie technikaffin sind denn die deutschen Bauern und Bäuerinnen? Und haben Sie erkannt oder wollen Sie tatsächlich auf eine Technik umsteuern und sind auch bereit, vielleicht dort zu investieren, die eben in Richtung Klimaanpassung, Klimagasreduktion, Effizienzsteigerung in der Düngung etc., das, was Sie angesprochen haben, wirklich, wirklich abzielt. Bisher würde ich jetzt mal behaupten, also es ist erstmal so eine These, dass eben vor allem in Produktivitätssteigerung investiert wurde, auch in der Technik. Aber das ist ja jetzt eine etwas andere Stoßrichtung in Richtung Carbon Farming und anderen Dingen. Wie offen sind die Landwirte dort? Und ich schließe auch leider gleich noch eine kleine Frage daran an. Frau Beste hat gesagt, sie möchte nicht, dass Fördermittel falsch eingesetzt werden für Technik, wo nicht klar ist, ob sie uns eigentlich weiterhelfen. Wenn Sie jetzt über Fördermittel entscheiden würden und brauchen die Landwirte die, welche Technik würden Sie denn fördern? Das ist auch eine sehr komplexe Frage, da könnte man auch lange drüber sprechen, aber erstmal vielleicht zu der ersten Frage. Also es gibt ja regelmäßig Befragungen über die letzten Jahre von Landwirten, wie sie zu bestimmten Techniken stehen und ob sie sie schon einsetzen etc. Und man stellt schon fest, dass es eine hohe Bereitschaft gibt, neue Techniken einzusetzen, zu investieren in moderne Technik. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nur über sensorgestützte Pflanzenschutzanwendungen reden, sondern überhaupt über Technik, die hilft, effizienter und effizienter auch im ökologischen Sinne, nicht nur mehr Ertrag, sondern halt weniger Ressourceneinsatz, weniger Dünger, weniger Pflanzenschutz, dass es da eine hohe Bereitschaft gibt. Und wir dürfen das halt auch nicht statisch sehen. Natürlich kostet Technik Geld, aber wenn man sich anschaut, wie Technik vor 10 Jahren in der Landwirtschaft verbreitet war und wie es heute war. Vor 10 Jahren hat man darüber gesprochen, dass Betriebe von weit entfernt von 1000 Hektar sowas nur machen können. Und diese Grenzen rutschen immer weiter nach unten und Landwirte setzen es ein, weil es ihnen einen Vorteil bringt, ob es in der Reduzierung des Spritverbrauchs ist oder in der Reduzierung des Düngers etc. Also es ist sicherlich bei vielen neueren Techniken auch eine Generationenfrage, aber selbst auch die Techniken, die jetzt nicht gleich mit Sensorstützung und so weiter stattfinden, gibt es eine hohe und eine wachsende Bereitschaft in der Landwirtschaft, diese einzusetzen. Wir müssen ja auch daran denken, dass es auch überbetrieblichen Einsatz von Techniken und von Geräten gibt. Wir haben in Bayern, Baden-Württemberg die Hälfte der Landwirte, die im Nebenerwerb wirtschaften beispielsweise. Die haben nicht unbedingt immer alle Technik selber, sondern dann wird über Lohnunternehmer Maschinenringe gearbeitet, wo sich moderne, effizientere Techniken auch schneller durchsetzen. Die zweite Frage. Wir haben ja verschiedene Förderbereiche. Es gibt die zweite Säule Förderung, es gibt die erste Säule natürlich, die schon angesprochen wurde. Es gibt die GAK, es gibt Investitionsförderung. Also es gibt ein breites Spektrum an Förderinstrumentarien. Und es gibt sowohl aus unserer Sicht die Notwendigkeit für investive Förderung. Also wenn es beispielsweise darum geht, bei tierhaltenden Betrieben auch eine Biogasanlage zu bauen an die Güllebehälter, dass wir also die Gülle zukünftig effizienter einsetzen können nach einer Vergärung. Ich spreche nicht von Navarro-Anlagen, sondern ich spreche explizit von Güllevergärungsanlagen. Dass wir emissionsreduzierter Gülle ausbringen können und den Nährstoff gezielter an die Pflanzen bringen können, um damit auch einen Pflanzenbedarf zu decken. Das ist beispielsweise ein Beispiel für eine investive Förderung. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man nicht die Investition einer Technik fördert, sondern den Einsatz der Technik. Also beispielsweise Precision Farming nach definierten Kriterien kann man ja auch pro Hektar fördern.
Insofern gibt es auch da nicht die einfache Antwort, es gibt nur diese eine Lösung, die gefördert werden soll, sondern es gibt ein breites Spektrum an Maßnahmen und die auch förderwürdig sind aus unserer Sicht. Dabei ist das dann ja immer noch kein Zwang. Also alle Landwirte, die sagen, nee, ich kann auch effizient düngen und meine Fütterung effizienter gestalten, ohne diese Techniken ist das ja auch möglich. Das ist insofern keine Pflicht, sondern es ist immer ein Angebot. Und ich habe ein paar Beispiele genannt. Dankeschön. Dankeschön. Herr Häusling hat sich jetzt auch gemeldet, neben Herrn von Mehring. Und Herr Häusling ist der Chair dieser ganzen Veranstaltung. Deswegen muss, genau, erteile ich ihm jetzt gerne erstmal kurz das Wort. Ich wollte nur mal kurz auf Herrn Pingen eingehen, weil er vorhin so gesagt hat, und es hat noch keiner widersprochen, dass die Senkung der Treibhausgase in der Landwirtschaft seit 1990 um 24% haben Sie gesagt, zurückgegangen ist. Das haben wir natürlich in erster Linie zu verdanken, dass in den neuen Bundesländern die Landwirtschaft viele Viehhaltungsbetriebe aufgehört haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir sehen aber jetzt gerade in den letzten 3 Jahren, dass wir eine Stagnation und sogar teilweise eine Erhöhung haben. Das heißt, da passiert im Moment nichts. Und dann kann ich auch nur sagen, Herr Holzleitner ist ja jetzt nicht mehr dabei. So viel Zeit haben wir wirklich nicht mehr, um zu gucken, was ist denn jetzt das Effizienteste. Und dann würde ich nochmal auf das Thema Düngung. Ja, ich habe ja klassische Lehre gemacht, ja, Herr Pingen. Und damals hieß es bei Zuckerrüben irgendwie 250 Kilogramm Stickstoff. Und dann hat man den optimalen Ertrag. Mittlerweile liegen wir in den Empfehlungen 100 Kilo drunter. Wir haben noch sogar einen höheren Ertrag. Dasselbe gilt bei den Bodenuntersuchungen, was angegeben wird, was denn effektiv ist und wo ich den höchsten Ertrag. Also die Zahlen sind alle anzuzweifeln. Und wenn man sich damit mal beschäftigen würde, mit der höheren Effizienz, dann glaube ich, dann gingen wir in eine ganz andere Richtung. Und vielleicht noch mal die Frage an alle, weil die ist eben im Chat gestellt worden, die sollten wir nicht ausweichen, nämlich die Frage nach der neuen Gentechnik. Ja, also wir haben gestern und vorgestern im Umwelt- und Agrarausschuss flammende Reden von der Kommission gehört, wie toll das alles ist und klimaeffizient wird besser und es gibt ein riesen neues Modell, wenn wir das fördern. Wie stehen denn die Beteiligten dazu, wenn wir die neue Gentechnik jetzt fördern? Die Kommission kann ich jetzt leider nicht fragen, aber ich sehe das kritisch. Da wird uns doch mit der neuen Gentechnik das jetzt versprochen, was die alte Gentechnik schon nicht gehalten hat. Ja, muss man doch mal sehr deutlich sagen. Aber ich verstehe nicht, warum gerade Vertreter der Landwirtschaft da auch so vehement dahinter sind. Ich glaube, da gehen wir in die völlig falsche Richtung. Aber vielleicht, Herr Pingen, wenn Sie noch was dazu sagen können, weil der Bauernverband ist ja einer der Treiber dieser neuen Technologien, jedenfalls hier auf Brüsseler Ebene. Ja, Herr von Mehring hat sich auch gemeldet. Verzeiht es mir vielleicht, dass ich gerne Sie jetzt erstmal dran nehme, um direkt darauf zu antworten, weil Sie ja da jetzt direkt von Herrn Häusling gefragt worden sind. Dann macht das schon Sinn. Und danach ist Herr von Mehring dran. Ja, vielen Dank. Also vielleicht erstmal noch mal zu den Zahlen, Herr Häusling, die Sie genannt haben, mit den Reduktionen der Treibhausgasemissionen. Ja, wenn wir aber in der gleichen Zeit die Milcherzeugung relativ stabil gehalten haben, das mit einem reduzierten Tierbestand, dann ist das eine Form von Klimaeffizienz, indem halt eine bestimmte Menge an Milch mit weniger Emissionen erzeugt wird. Zu der zweiten Frage. Also ich verstehe zwar den Hintergrund, warum das jetzt die neue Gentechnik bezeichnet wird. Ich sehe das nicht als neue Gentechnik, sondern das sind neue Züchtungsmethoden, die wir für sinnvoll halten im Sinne von vielen Fragen der Klimawandelanpassung. Aber so wie Frau Nüssens das auch schon in ihrem Statement gesagt hat, ist das nicht die alleinige Lösung. Natürlich müssen wir im Sinne einer Klimaresilienz und klimastabilen Betrieben brauchen wir mehr. Wir müssen natürlich gucken, wie die Fruchtfolgegestaltung ist, wie das Thema Wasser, Verfügbarkeit und ich sag mal Bodenstabilität, Humusgehalt, wie das zusammenpasst. Also es ist nicht die einzige Lösung, aber wir sehen darin eine Perspektive in neuen Züchtungsmethoden, das in kürzerer Zeit hinzubekommen als mit der klassischen Züchtung.
Vielen Dank, Herr Ping. Uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Trotzdem finde ich einen wichtigen Aspekt noch mal herauszuheben, bevor ich jetzt Herrn von Mehring auf jeden Fall das Wort gebe. Das ist auch in den Kommentaren noch mal angemerkt worden und finde ich auch noch mal gut hervorgehoben worden. Die Technik zielt, und ich wiederhole es jetzt noch mal, ich glaube, was Herr von Mehring gesagt hat, die Technik zielt eher auf die Pflanze ab. Wo bleibt eigentlich der Boden und ist der Boden nicht vor dem ganzen Hintergrund, wo wir jetzt gesprochen haben, die Basis, also sowohl für ja, Produktivität für die Pflanzen natürlich, Ökologisierung, Aufnahme von Nährstoffen etc., aber eben auch im Carbon Farming, ist es nicht da die Senke, die jetzt hier eben, das ist das, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ist sozusagen auch da die technische Herangehensweise, Kohlenstoff tatsächlich in den Boden einzubringen und dort auch als Senke und Speicher zu nutzen, also Stichwort Biochar und so weiter. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber noch mal ganz kurz uns austauschen. Ist es mit hohen Risiken behaftet? Ist es eine sehr gute Lösung? Gibt es dazu Erkenntnisse, dass es der Produktivität eben wirklich auch gut tut? Sind wir da in den richtigen Breiten unterwegs dafür? Das wurde hier schon angedeutet. Ich glaube, das wäre noch mal gut, zumindest kurz anzustreichen. Aber Herr von Mehring, ich möchte Ihnen jetzt das nicht direkt überhelfen, sondern sagen Sie gerne, was Sie noch sagen wollten. Ja. Zur Kohlenstoffsenke, da würde ich, glaube ich, auch Andrea Beste lieber sprechen lassen. Die hat das ja, auch in der Studie schon wunderbar rausgearbeitet und ist da, glaube ich, kompetenter als ich. Vielleicht doch ein paar Sätze zum Stichwort Gentechnik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich da sehr auch über die Position des Deutschen Bauernverbandes, und zwar aus einem Grund, der überhaupt nichts mit der Technik an sich zu tun hat, sondern der mit der Wettbewerbssituation zu tun hat. Europa hat einen gigantischen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass es Gentechnik fast ausschließlich gentechnikfrei produziert, und gentechnikfrei produzierte Lebensmittel sind weltweit gefragt. Übrigens auch in den Hauptanbauländern von gentechnisch veränderten Pflanzen. Es gibt einen Riesenmarkt und einen stark wachsenden Markt für GVO-freie Produkte. Und genau deshalb drängen ja auch diese Staaten, in die wir die gentechnikfreien Produkte exportieren, die drängen ja deshalb so sehr auf die Deregulierung. Das ist schlichtweg, die sehen das, und da kann man die entsprechenden Berichte der US-Regierung, die sind öffentlich, kann man gerne lesen, die sehen das als strategische Bedrohung der US-Agrarwirtschaft, die wachsende GVO-freie Produktion in Europa. Das ist eine strategische Bedrohung. So, und deswegen wird jetzt darauf hingewirkt, dass Europa bitteschön auch auf Gentechnik umschaltet, damit endlich dieser ärgerliche Wettbewerber vom Markt ist. Und dass man wunderbar freies Feld hat. Und ich wundere mich schon ein bisschen, warum Akteure wie der Deutsche Bauernverband da das Geschäft der US-Agrarindustrie spielen. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Der zweite Punkt ist ein fachlicher. Der Harald Ebner, grüner Bundestagsabgeordneter, hat mal eine ganz schlichte Frage an das Bundesagrarministerium gestellt, nämlich, selbst wenn es gelänge, bei Mais sind es 170 Gene, die Trockentoleranz kodieren, intensiv vernetzt, also 174 Gene genau. Selbst wenn es gelänge, diese 174 Gene so zu manipulieren, dass dann ein trockentoleranter Mais dabei rauskommt mit diesen Techniken, hätte man ja das Problem, dass dummerweise wir mit der Klimakrise nicht nur längere Trockenzeiten, sondern in der Regel auch Starkregenereignisse haben. Das heißt, dagegen hilft mir der trockentolerante Mais nichts. Und das BML wurde also gefragt, wie denn damit umzugehen sei. Und da hat das BML zugespitzt formuliert so geantwortet, naja, es gäbe ja ein reiches Angebot an Sorten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das wäre ja die Antwort, die Sortenvielfalt. Das heißt also, der Bauer pflanzt erst eine trockentolerante Sorte, weil er davon ausgeht, dass es trocken wird. Und wenn der Regen kommt, reißt er die trockentolerante Sorte aus und pflanzt schnell eine staunässetolerante Sorte. Das ist agronomisch kompletter Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sagen muss. Und auf diese Frage hat mir noch niemand, und Herr Ping, Sie wissen das, wir waren beide zusammen auf reichlich Veranstaltungen zu diesem Thema, auf diese Frage gibt es keine einzige Antwort von der gesamten Gentechnikindustrie nicht, sondern da wird immer schön von Trockentoleranz gesprochen und das andere wird fröhlich ausgeblendet. Also es ist inhaltlich, Entschuldigung, es ist ziemlicher Blödsinn biologisch betrachtet. Und natürlich ist daran das Riesenthema Patentierung gekoppelt. Da kann Martin Häusling, denke ich, auch noch vieles dazu sagen. Gibt es klare Zahlen inzwischen, diese ganze Erzählung am Anfang, da würde die kleine mittelständische Züchtung von profitieren, ist inzwischen längst passé. Die Technik gibt es ja jetzt auch schon knapp 10 Jahre. Das heißt, man kann auch sehen, was da passiert ist. Also da kann ich nur dringend vorwarnen, da, wie gesagt, das Geschäft unserer internationalen Wettbewerber zu betreiben. Ich wollte aber ganz kurz noch was zu Digitalisierung sagen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, im Moment haben wir in der klassischen Agrarwirtschaft, ist
bei uns in unseren Hochlohnländern ist der teure Faktor ist die Arbeitszeit. Das heißt, wir versuchen auch technisch möglichst darauf zu gehen, dass wir Arbeitszeit reduzieren. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel wir möglichst versuchen, die Fahrgeschwindigkeit von Traktoren zu erhöhen, damit die Leute schneller über den Acker sind, mit zum Teil sehr kritischen ökologischen Folgen. Hier kann tatsächlich Digitalisierung ganz nützlich sein. Also wenn man mal diese solarbetriebenen Jetroboter in Aktion gesehen hat, die sind überhaupt nicht schnell, die sind extrem langsam. Das macht aber auch nichts, weil sie fahren ja autonom. Sie haben ja keinen Fahrer, der da viel Arbeitszeit kostet. Also da können wir, denke ich, sicherlich das eine oder andere uns abgucken. Und Herr Ping hat schon gesagt, Landwirtinnen und Landwirte sind sehr Technik sozusagen offen. Also das kann man auf jeder Agrarausstellung sofort sehen. Man stelle ein neues Gerät hin und sofort gibt es einen Riesenpulk. Das sind Technikjungs und Technikmädels. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass die da irgendwie Aversionen hätten. Ach so, letzter Halbsatz noch dazu. Herr Ping hat es erwähnt, wir haben im Moment das Problem, die Innovation konzentriert sich in der Regel erst auf die großen Maschinen und dann geht es sozusagen langsam auf die kleinen Maschinen runter. Das ist ein bisschen wie bei der Elektromobilität, erst die SUVs und irgendwann gibt es dann vielleicht auch mal den Kleinwagen. Wir brauchen für agrarökologische Systeme, brauchen wir eigentlich den umgekehrten Ansatz. Das heißt, wir müssen eher klein und leicht optimieren als schwer und groß, weil im Chat wurde gesagt, Technik sei neutral. Nein, ist nicht. Es gibt Fahrtabhängigkeiten. Wenn ich große Maschinen habe, brauche ich große Schläge, brauche ich uniforme Schläge etc. pp. Das vielleicht noch dazu. Gut, vielen Dank. Ich tut mir leid, wir können dieses Gentechnik-Thema jetzt nicht weiter vertiefen. Wir haben noch 5 Minuten offiziell. Herr Häusling möchte auch gerne noch ein kleines Abschlussstatement machen. Trotzdem, ich habe jetzt ja auch noch mal im Chat dringende Bitte, nochmal auf das Biochar- und Carbon Farming-Thema einzugehen. Ich hoffe, Frau Nissens, Sie wollten vielleicht darauf nochmal zu sprechen kommen. Und ich würde tatsächlich auch gerne Frau Beste nochmal fragen. Also die Frage ist die Biochar und die, sagen wir mal, Einbringung von Kohlenstoff in Boden auch eine Technik, die sozusagen weiter verfolgt werden sollte? Ist sie nachhaltig? Ist sie mit Risiken ausgestattet? Wie sollte da in Zukunft mit umgegangen werden? Und nochmal, was heißt es? Der Boden ist eigentlich der Ausgang für die Landwirtschaft in der Zukunft und dann eigentlich auch für die Anwendung von Technik. Frau Nissens. Ich hoffe, Sie wollten darauf eingehen. Wenn nicht, dann geben Sie mir gerne ein Signal. I can say 2 words on this topic. And essentially what I would say on biochar is we still don't have so much knowledge about it. Some studies have found potential benefits, but some studies have also warned that, for example, you might have pollution risks or you might actually have a neutral or negative life cycle analysis in terms of greenhouse gases. So we shouldn't massively invest in a solution that, one, has pollution risks, two, might actually not bring any climate benefits, and three, could also compete for land use with other uses of biomass. And this is a really critical one. We have gone down this path before. We have made this mistake of promoting renewable energy from biomass, for example. I mean, in Germany, that was a really big issue. And we are seeing already, this is something that Andrea Beste commented on in a very interesting article on this topic, we are already seeing that some primary crops are being used to produce biochar. And that is really, really dangerous. So if there is potential in biochar, we need to look at it very carefully and not like rush into this direction. Just one more very quick point that I wanted to make, to come back on something that Mr. Pingen has mentioned quite a few times, is the word efficiency and efficient. And here, just to sort of comment on the fact that very often when we're talking about technology, we are looking at improvements in efficiency. And while this, you know, has a role to play in some contexts, especially in northwestern Europe, we have reached very high efficiency in the way we produce crops and animals. Going further could bring quite strong drawbacks, for example, in animal farming when it comes to animal welfare. And at the end of the day, the atmosphere doesn't care about how efficiently we're producing food if, you know, it's the absolute amount of greenhouse gases that go into the atmosphere that matter. So it's very important to not just look at this
narrow dimension of productivity and efficiency and look at it more holistically. So, Herr Häusling, jetzt muss ich in Ihre Richtung schauen. Es ist jetzt genau 13 Uhr. Ich würde gerne Herrn Ping eigentlich nochmal die Möglichkeit geben, zu antworten auf das, was jetzt nochmal angesprochen wurde. Ist dafür noch die Zeit oder ist es jetzt wirklich vorbei? Sorry, da müssen wir die Dolmetscher fragen. Wir sind in Brüssel gewohnt, wenn der Dolmetscher seine Zeit um ist, dann ist Feierabend. Ne? Also dann haben wir vielleicht keine Verdolmetschung. Ich weiß nicht, ob die Dolmetscher noch 5 Minuten dran geben. Das kann ich natürlich jetzt hier auch nicht so gut sehen. Ich würde jetzt mal entscheiden, dass wir weitermachen. Im schlimmsten Falle sind dann die Dolmetscher raus und wir können es nur noch auf Deutsch weiterführen. Dann ist es leider so. Aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem. Also Herr Pingen, das ist natürlich nochmal eine ganz gute Vorlage jetzt gewesen. Jetzt klingelt bei mir das Telefon. Eine Sekunde mal eben. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, auch schon mal beginnen, wenn Sie das Mikro ausmachen. Also ich habe ja die Frage verstanden. Beiden Themen Effizienz, ne? Also Fokus auf Effizienz, ist es das, womit wir weiterkommen? Und das Zweite nochmal die Position zur Gentechnik, die Herr von Mehring aufgemacht hat. Das wäre toll. Zum Thema neue Züchtungsmethoden habe ich ja die Position gesagt. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu vertiefen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da werden wir heute auch nicht zusammenkommen. Es war jetzt auch noch die Frage offen von Frau Nissens zum Thema Effizienz. Ich habe ja ganz bewusst gesagt, eine gleiche Menge zu erzeugen mit weniger Betriebsmitteln, mit weniger Futtermitteln, mit weniger Düngemitteln, diese Effizienz, von der habe ich gesprochen. Hier geht es nicht darum, dass, ich sag mal, Produktivitätszuwächse im Sinne von absoluter Mengen, sondern wenn wir die gleiche Menge erzeugen mit weniger Input, dann ist das eine enorme Effizienzsteigerung. Wenn wir mit dem gleichen Input dann auch noch oder sogar weniger Betriebsmitteleinsatz auch noch mehr erzeugen, dann ist es ein doppelter Effizienzgewinn. Aber hier geht es nicht nur um Steigerung von Produktionsraten, sondern Effizienz auch im ökologischen Sinne. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Und dann war noch das Thema Pflanzenkohle aufgerufen. Aus unserer Sicht ist es erstmal, der Fokus sollte darauf sein, dass wir den Humusgehalt erhalten und steigern. Das ist unsere flächige Aufgabe, die wir uns vornehmen wollen, auch wie gesagt gemeinsam mit dem BLW in einem Projekt. So viel kann man vielleicht auch schon mal sagen, dass wir daran arbeiten werden. Und diese Klimaleistung sollte dann auch sich für Landwirte lohnen, als Honorierung für diese Leistung. Wir möchten aber auch diese Option von Pflanzenkohle durchaus offen halten mit einer Erforschung dieses Themas. Hat es die Wirkungen, die neben dem Thema Kohlenstoffsenke auch genannt werden, mit Verbesserungen, Nährstoffhaltevermögen, Verbesserungen, Wasserhaltevermögen etc.? Sind diese Funktionen alle gegeben? Wenn ja, dann sollte man sich diesem Thema zuwenden. Da kann sicherlich noch mehr Forschung kommen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, mit welchem Aufwand wird Pflanzenkohle hergestellt. Natürlich muss man das auch kritisch beurteilen. Und wir haben uns auch gegen manche Biokraftstoffe dagegen ausgesprochen, jetzt beispielsweise aus Stroh, weil wir gesagt haben, das Stroh sollte auf der Fläche bleiben, um den Humusgehalt auch zu erhalten. Also es ist jetzt nicht per se immer Biomasse verfügbar. Man muss schon schauen, wo die Biomasse herkommt. Wir haben aber ja auch das Thema Moore und Paludikulturen noch. Vielleicht gibt es da auch Potenziale, die man nutzen kann für Pflanzenkohle. Das nur mal als Stichwort. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt wirklich von meiner Seite mich sehr herzlich bedanken an den Teilnehmer, also natürlich an Frau Beste für den super Input und für die spannende Diskussion, an die Podiumsteilnehmerin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war, glaube ich, sehr spannend. Für diese kurze Zeit haben wir unheimlich viel angestrichen. Und das letzte Wort hat definitiv Herr Häusling. Herzlichen Dank. Ja, auch Herr Kappeng, vielen herzlichen Dank für die Moderation und dass wir wirklich hier eine sehr inhaltsschwere Veranstaltung hatten. Das hat wirklich gut getan, auch mal den Austausch wieder zu haben an vielen Punkten. Ich kann Ihnen auch versprechen, wir machen mit Sicherheit noch eine Veranstaltung zur Carbon Farming.
weil das ja hier jetzt direkt ein Gesetzesverfahren wird, in das wir auch einsteigen wollen. Und ich glaube, eins haben wir gezeigt, wir dürfen jetzt nicht die verschiedenen einzelnen Punkte nebeneinander stellen und sagen, okay, so könnte es gehen. Es ist am Ende meiner Meinung nach ein Stück weit eine Systemfrage. Welche Landwirtschaft wollen wir in Zukunft? Und mein Verdacht ist immer so ein bisschen, wenn jetzt alle, ich weiß, Bauern sind technikaffin, alle nur darüber reden, da und da können wir 1-2% sparen. Und die Kernaussage von Frau Dr. Beste war ja mit Precision Farming 5% Einsparung. Da geben wir aber jetzt eine Menge Geld rein. Das muss ja auch klar sein, weil bei den Eco-Schemes wird das wahrscheinlich eine der Maßnahmen sein, wo dann viel Geld reingeht bei mäßigem Erfolg. Während wir auf der anderen Seite für die Förderung des Ökolandbaus relativ wenig Geld ausgeben. Und das Thema Forschung hat ja Friedhelm von Mehring angesprochen. 2% der Forschungsmittel gehen in den Ökobereich. Aber ganz viel Geld, das kann ich auch sagen, in Europa geht in den Bereich neue Gentechnik. Es ist Gentechnik, Herr Bingen. Das hat der Europäische Gerichtshof so klar definiert. Zu sagen, neue Züchtungstechniken sind keine Gentechnik, ist eine Falschaussage. Da müssen wir nochmal ehrlich zueinander sein. Und ich finde, wir müssen wirklich nicht nur jetzt die ganzen Einzelteile zusammenfügen und sagen, okay, das da ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger, sondern müssen das Große und Ganze sehen. Und wir haben wenig Zeit. Wir können uns nicht jetzt noch, deshalb muss ich Herrn Holzleiter, der jetzt immer dabei ist, widersprechen, wir können jetzt nicht noch ein paar Jahre forschen und gucken. Dann haben wir nämlich definitiv für den Systemwandel noch 15 Jahre. Und das in der Landwirtschaft hinzubekommen, ist fast unmöglich. Wir haben viel Zeit verloren, indem wir ja nicht effektiv an das Thema rangegangen sind, indem wir auf Technik gehofft haben. Und die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen uns die Grundsatzfragen stellen. Nochmal zum Potenzial, was wir in Einsparungen haben. Ökologischer Landbau, hat Frau Dr. Beste, glaube ich, deutlich gemacht, ist sozusagen die Form, die am wenigsten umweltbelastend ist, aber auch am meisten einspart. Und wir haben zwei andere Punkte, über die wir reden müssen. Das eine ist die Wiedervernässung von Mooren. Moore bringen das größte Potenzial, 30% Einsparung, wenn wir diesen Weg gehen. Und da geht auch kein Weg dran vorbei. Ich weiß, dass das für viele Landwirte auf diesen Moorflächen wirklich ein Thema ist, aber wir müssen da dran gehen. Da hilft nichts. Das zweite ist, meiner Meinung nach ein Systemwechsel, ist, dass wir über Agroforstsysteme reden. In Deutschland haben wir so ein paar hundert Hektar. Das ist lächerlich wenig. Das wird das Modell der Zukunft sein in Verbindung mit dem ökologischen Landbau, um klimaangepasste Landwirtschaft in Zukunft auf den Weg zu bringen. Bäume wachsen nun mal nicht so schnell. Wir müssen auch an dem Punkt schnell vorangehen. Und deshalb ärgert mich so ein bisschen das, was Frau, wie hieß sie noch, unsere ehemalige Landschaftsministerin, auf den Weg gebracht hat, dass wir dafür so ein paar Euro zahlen pro Hektar. Das ist viel zu wenig. Dafür müssen wir richtig auch Geld investieren und in die Hand nehmen. Ein letzter Satz, weil jetzt Biochars oder die Geschichte mit Pflanzenkohle in den Boden bringen, ja von vielen jetzt immer in den Vordergrund gerückt wird. Also ich weiß, dass da viele dahinter stehen und schon das Geschäftsmodell der Zukunft sehen in Verbindung mit einer CO2-Bepreisung und dann kann man ein Geschäft machen. Aber ich mal ganz ehrlich, wie kann man denn auf die Idee kommen, Holzkohle herzustellen und das in den Boden zu bringen und sagen, damit speichere ich jetzt CO2. Da könnte ja auch der Nächste kommen, dann machen wir auch gleich die Steinkohle dann in den Boden, das ist noch effektiver. Es ist kein System, was eine Zukunft hat, sondern ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn wir nachher darüber reden, die Kommission will es ja unbedingt, eine CO2-Bepreisung bedeutet natürlich, da wird dann manche wieder ihr Geschäft. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich bin auch so ein bisschen bei der Bioenergie, haben wir auch schon mal die falschen Ansätze gewählt. Da müssen wir auch vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein. Ich denke, wir müssen das nehmen an Modellen, was wir haben. Und die müssen wir weiterentwickeln und nicht noch ein paar Jahre warten. Und deshalb auch der Appell sozusagen auch an den Deutschen Bauernverband, aber auch allen anderen, die jetzt auch die bei der Zukunftskommission da unterschrieben haben, Erstaunliches unterschrieben haben, dass wir uns auf den Weg machen müssen, ein anderes Agrarmodell auch zu fördern. Und ein anderes Agrarmodell hat auch was mit Förderung zu tun, wie wir Gelder für die GAP ausgeben, aber auch da, wo wir Forschungsgelder ausgeben. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Also Papiere haben wir genug.
Und ich glaube, wir haben auch die Bauern, die da mitgehen. Wen wir noch überzeugen müssen, damit zu gehen, sind Verbraucher. Ganz klar, die müssen wir noch mitnehmen auf den Weg. Die müssen auch wissen, was gut ist für die Umwelt und was gut ist fürs Klima, damit dann die Produkte am Ende auch gekauft werden. Deshalb, letzter Satz, im Koalitionsvertrag haben wir, glaube ich, bei vielen Punkten auch Zeichen gesetzt. Ein Zeichen haben wir beim Ökolandbau auf jeden Fall auch gesetzt. Wir haben gesagt, nicht nur 30% Ökolandbau, sondern auch 30% am Ende an Nahrungsmitteln in Kantinen, an auch Forschungsmitteln. Das gehört dazu, diesen Bereich auch mitzuentwickeln, denn nur die reinen Hektar zählen am Ende, wird uns nicht weiter. Wie gesagt, ich kann Ihnen versprechen, wir bleiben am Ball, wir bleiben am Thema. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern, die sich hier die Zeit genommen haben, hier mitzudiskutieren. Ich darf mich wirklich auch ganz herzlich nochmal bei Dr. Andrea Beste bedanken für diese Studie. Die ist auch einzusehen und die kann jeder auch bei uns dann vielleicht, wir haben auch ein paar Exemplare gedruckt, wer die bestellen möchte, kann man die auch bestellen. Und ich darf mich wirklich ganz herzlich bedanken. Nächste Veranstaltung machen wir dann im nächsten Jahr. Leider können wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten keine physischen Veranstaltungen machen. Aber dass wir hier 110 Teilnehmer an der Spitze hatten, ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Thema vielen unter den Nägeln brennt und dass auch die Breite der Leute, die teilgenommen haben, auch zeigt, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns in Zukunft weiter beschäftigen müssen und auch werden. Vielen Dank von meiner Seite und kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, Dank an alle, die organisiert haben. Und vielen Dank an die Moderation. Ja, und vielen Dank auch an die Dolmetscher nochmal, dass Sie hier uns noch ein paar Minuten geschenkt haben. Bleiben Sie alle gesund. Ja. Tschüss, vielen Dank. Alles Gute. Thank you.